Los. Ja, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen, wir haben wieder Montag. Was haben wir heute für ein Datum? Den Bild 28. einblenden. 2022. Bild einblenden. Und wir sind im Wandelgespräch mal wieder, wie jeden Montag. Und das ist ja der ganz offene Rahmen. Also, wo am besten auch orientierungssuchende Kinder und Jugendliche dazukommen können, weil wir hier freundlich mit allen über alles sprechen können. Und ja, ich halte es kurz, weil es gibt einen YouTube-Kanal und es gibt einen Forums-Thread zu den Wandelgesprächen auch, einen Forumsbereich. Und das wird auch verlinkt. Und ja, ich kann schon mal sagen, ne, also die Hauptplattform für mich bei Austausch ist dieses freie Argumente-Forum, freie-argumente-kultur.de. Ja, technisch ist es so, dass wir das als Redekreis machen. Das heißt, wir reichen das so rum. Jeder kriegt seine Zeit und der Dylan misst die Zeit und schaut dann, wann es weitergegeben werden kann. Wir kennen alle, die da sind, kennen die Praktiken. Okay, damit würde ich sagen, gebe ich für den ersten Beitrag an den Dylan. Den hören wir jetzt noch nicht. Hat er sein Mikro an? Da hat jetzt was geklemmt. Jetzt kann ich loslegen. Alle mi anderen Mikros aus. Jetzt könnt ihr mich sehr gut hören, gell? Bitte mal nicken, Lucky. Sehr gut hören, ja. Alles gut? Ja. Ah, da ist noch ein Störbild. Moment. Da war noch was, eine Störung. So. Und jetzt kann ich eigentlich loslegen, indem ich das groß mache. Kann ja erstmal so reden. Ja. So, Leute, dann beginne ich. Ich habe auch schon was vorbereitet. Ist der Walter denn da? Aber der ist, na gut, das kann man jetzt nicht hören, ne? Also, ich habe vorbereitet, was auch zum Walter passt. So, es geht los. Ich habe hier einen Text, den ich euch zeige. Und zwar so ein guter Kompromiss auf alle. Also, ja, ich lese einfach mal vor. Zu viel, ich mache das erstmal richtig hier. Zu viel des Wandels auf einmal wollen, verhindert den Wandel? Fragezeichen oder Ausrufungszeichen? Das ist die Frage. Die basisdemokratische Partei, die Basis, floppte wieder und wohl endgültig in der Saarland-Landtagswahl mit wieder nur 1,4%, weil sie zu viel des Wandels auf einmal wollte. Anstatt mit der vernünftigen Gemeinwohlökonomie, GWÖ, GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung als Zwischenstufe, zu der wir geraten hatten und für die sogar die Bundesregierung offen ist, zufrieden zu sein, wollten sie den neuen Menschen sofort, der sein halbes Leben gerne und freiwillig in Bürgerparlamenten verbringen möchte, sich selbstlos und unegoistisch in staatlichen Gesundheitssystemen verhält und die Anreize von GWÖ oder GWO nicht benötigt, um das Gute auch engagiert genug zu tun. Auch in den Wandelgesprächen und deren Teilaspekt New World Economic Forum, dem ich ja mich auch immer als geladener Gast empfinde sozusagen, wird vielleicht genauso manchmal etwas zu viel gewollt. Stattdessen empfehle ich als Minimalkonsens sozusagen die Zwischenstufe GWÖ, GWO mit allen Kräften zu unterstützen, denn die schafft viel bessere Voraussetzungen für eine weitere anschließende Persönlichkeitsentwicklung des Menschen hin zur Befreiung von Egoismus, Konkurrenz und so weiter,
weil die ganze Welt sich dann mit der Frage nach dem Guten beschäftigt und Frack auch als ideale, also die freie Argumentekultur, als ideale neue Debattenkultur überall zum Standard werden wird. Also die Gemeinwohlwirtschaft macht Frack zum Standard, weil sie dann nämlich wichtig wird für den Erfolg durch den Menschen Gutes tun. Also man kann, da man ja dann den Menschen Gutes tun muss und nicht mehr sich auf vorteilbringende Irrtümer verlassen kann, die so schön Geld bringen, muss man ja dann freie Argumentekultur auch überall einführen, auch in der Politik. Walter hatte ja vorgeschlagen, Quereinsteiger aus der Politik und so weiter. Das würde dann automatisch kommen, dass die Quereinsteiger reingeholt werden, weil man ja will ja, man überlebt ja als Politiker nur noch, wenn es den Bürgern immer noch besser geht und noch besser geht. Und dafür muss man dann Quereinstieg und freie Argumentekultur praktizieren und so weiter. Ja, und dann zweitens, nach Erreichen der Zwischenstufe GWÖ, GWO, dann danach gerne weitere Ideale anstreben, bei denen ja aufgrund gute Argumente mit hoher Qualität nicht ganz klar ist, ob sie nicht auf vorteilbringenden Irrtümern derjenigen Sparten beruhen, die durch immer noch mehr scheiterndes Leben profitieren. Also das heißt, ich rufe also hiermit zum Minimalkonsens aller auf, Zwischenstufe GWÖ, GWO. Sie schafft beste Voraussetzungen für die von vielen Seiten angedachte weitere Persönlichkeitsentwicklung des Menschen, falls diese tatsächlich massenhaft möglich ist und nicht nur ein vorteilbringender Irrtum für Sparten ist, was die Weltspitze der Naturwissenschaften ja befürchtet. Erst die Zwischenstufe, jetzt piepst es und ich mache nur noch den Satz zu Ende, erst die Zwischenstufe der Gemeinwohlgesellschaft schafft große Nachfrage nach der freien Argumentekultur.de, weil endlich alle nach den besten Wegen zum Guten suchen und nicht nur mit ihren vorteilbringenden Irrtümern zufrieden sind. Und das geht nur nach Prüfung aller, auch der besten Argumente. Ja, und den Rest mache ich nachher weiter. Ja, ich gebe jetzt muss ich wieder zurückkommen. Warte, ich gebe weiter. Ich kann sich schon mal überlegen, wer gerne der Nächste sein möchte in der Reihenfolge. Und ich muss hier raus. Ich muss hier in die Technik rein. Ich bin hier und stelle mein Stumm. Und jetzt kann ja da gleich der Nächste 4 Minuten reden, wer auch immer möchte. Gut, dann mache ich weiter. Willst du mich noch groß machen? Okay. Ja, ich mache weiter. Ich weiß ja nicht, was das Thema heute ist, nehme das aber von meinem Vorredner von Dillen auf und mache das jetzt einfach zu meinem Thema. Die Frage des Minimalkonsenses oder des zu viel Wollens und dadurch sich zu zersplittern. Und das ist schon seit geraumer Zeit so mein Thema. Wie können wir mehr werden? Und welche Ideen können wo bei welchen Leuten einschlagen? Was müssen wir dafür machen, dass sie auch wirklich einschlagen, unsere guten Ideen? Weil es hilft ja nicht, wenn wir unsere guten Ideen nur für uns 2, 3 oder 4 behalten, und uns mal gegenseitig die Bälle zuwerfen, sondern wir wollen ja so wie einen Stein im Wasser ein bisschen Wellen schlagen, legt man von aus. Und das wird sicherlich auch notwendig ist, wenn wir gesellschaftlich was verändern wollen, dass wir Wellen schlagen müssen, um bei dem Bild mit dem Stein zu bleiben. Ja, ich bin ja davor immer bei dem Referendum, wo es um Weltreferendum gehen sollte zur Abschaffung des globalen Finanz- und Geldsystems. Und da ist ja, haben wir auch so ähnliche Diskussionen. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu dem gemeinsamen Minimalkonsens, der uns auch alle einigt, ist für mich, wir müssen irgendwas finden, wo wir die Leute überzeugen können. Wo wir die Leute überzeugen können, dass es, wenn sie sich dann beteiligen, dass es ihnen dann besser geht.
weil das ist meiner Ansicht nach das Große, was uns allen Weltbürger und Bürgerinnen einigt, egal ob in Afrika im Busch, alt, arm oder sonst wie, hetero oder homo oder irgendwelche, egal welche Sexualität wir leben oder welche Geschlecht wir haben oder wie wir aussehen, welches Alter. Uns ein, finde ich, ist so ein Grundding von allen Menschen, neben diesem Grundbedürfnis, was wir essen, trinken wollen und so weiter, ist eigentlich das Grundbedürfnis, dass wir uns immer wohlfühlen wollen, weil dass wir uns besser fühlen wollen als vorher. Also ein Stück weit Leid oder Schmerz weg ist und wir Lust und noch mehr Lust empfinden können. Also diese, was ganz platt ist, glücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir so argumentieren oder der Minimalkonsens ist, wie können wir ein Modell oder einen Vorschlag oder ein Projekt oder irgendwas, ja, wie wir das jetzt nennen, praktizieren oder praktikabel machen, dass jeder und jede denkt, oh, damit wäre ich glücklicher als, als vorher. Da habe ich Lust, mich dann zu beteiligen, weil ich mich dann besser fühle als jetzt gerade. Ja, das ist für mich also das, wo wir, das ja, wie heißt das, Substrat, was wir finden müssen, wie wir ja, ein Projekt oder eine Idee machen können, wo alle Leute sagen, ja, das ist, damit würde ich mich glücklicher fühlen. Wenn wir dies oder jenes so machen würden, wäre ich glücklicher als vorher. Und damit wäre ich jetzt für die erste Runde, ich nehme an, die 4 Minuten sind auch schon fast vorbei, würde ich erstmal mit Schluss machen. Ja, dieses Substrat zu finden, was Dylan sagte mit gemeinsamer, kleinster gemeinsamer Nenner oder Minimalkonsens, wo wir uns so alle Gruppen eigentlich drauf finden müssten, alle, die an sowas arbeiten, an einer anderen Gesellschaft, dass wir uns da so ein Extrakt finden, was wir den Leuten sozusagen schmackhaft machen können und die dann sagen, ja, stimmt, das ist es, damit wäre ich glücklicher als vorher. So, und ich gebe weiter an, ach, ist nur noch Walter, wa? Ja, an Walter. Ich klage voll, weil ich gerade eben nur verstanden habe. Ich pausiere mal die Aufnahme läuft. Dankeschön den Vorrednern. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt schon mal gehört werde und sich das gleich so einstellen lässt, dass wir alle auch wieder gut gehört werden. Also ich danke Dylan für den mal wieder sehr faszinierenden und aus meiner Sicht fruchtbaren Anstoß, den er formuliert hat. Weil ich nämlich auch glaube, dass das nicht nur einfach, ich sag mal ganz frech, ohne Absicht so ist, dass man oft zu viel fordert. Das macht man nämlich nicht, damit sich die Veränderung wirklich auch in diesem großen Stile so schnell umsetzt, sondern es ist ein Ausfluchtmechanismus. Ich wünsche mir die ganz andere Welt und zwar mit einem Hauruck, damit ich die Arbeitsschritte dahin überspringen kann. Und ich knüpfe auch an, was Luki gesagt hat. Ja, die meisten Menschen sind so, dass der kleinste Nenner von ihnen ist, ich muss im nächsten Moment mehr Lust empfinden. Und das ist völlig wertneutral in dem Moment bezüglich der Frage, ist das Suchtgenuss oder ist das was Sinnvolles, ist das was Tiefes? Ist das echte Liebe oder Wahrhaftigkeit und so? Und ich glaube, wir müssen das immer sehr mit im Kopf behalten, dass wir mit einer Suchtproblematik zu tun haben können. Der Heroinabhängige will auch, dass es ihm im nächsten Moment besser geht durch mehr Heroin. Und man kann es gut daran erkennen, dass er nicht weiterschauen will oder das auch verweigert, wenn man jetzt gucken würde, lass uns den Maßstab doch mal ein bisschen weiter stecken. Wie geht es dir morgen, übermorgen und so weiter? Und wie geht es dir im Vergleich, also mit einer Kontrollgruppe oder einem Kontrollzustand, wenn es ohne die Sucht wäre? Das verweigert er. Also jemand, der sagt, ich möchte, dass es mir immer besser geht. Und gut, im nächsten Moment fände ich es auch gut, wenn es mir besser geht, aber ich bin schon bereit zu gucken, ob da ein Augenblickseffekt ist, der mir dann schadet. Ne? Also es soll schon so sein, dass ich auch an morgen, übermorgen und so weiter denke. Das wäre ja eine ganz lockere, neutrale Haltung, die jemand haben könnte, womit er nicht was ausblenden und verdrängen muss. Aber in dem Moment, wo man feststellt, dass jemand diesen Blick auf die weitere Entwicklung, auf den größeren Maßstab verweigert, kann man daraus schließen, dass er den Augenblicksgenuss so hoch schätzt,
dass er sogar die Frage, ob das dann im weiteren Verlauf schädlich ist, ausblenden will. Und ich glaube, dieser Suchtzustand oder diese Beschreibung des Suchtzustands trifft unsere menschliche Situation ziemlich genau. Denn es ist ja auch nicht nur so, dass das Ausmaß der Veränderung zu groß gesteckt wird. Wenn man genau hinschaut, stellt man ja auch fest, dass ganz viele Ersatzthemen gesucht und bevorzugt werden gegenüber den roten Fäden. Also die Sarah Wagenknecht hat das ja den Linken jetzt immer wieder vorgeworfen, den Lifestyle-Linken, dass plötzlich eben sowas wie Gender und Vegetarismus und was weiß ich, Energiefragen, dass das vor die Frage rückt, wie schaffen wir den Ausgleich, den sozialen Ausgleich, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich verringert und aufgehoben wird. Man hat nämlich zu tun mit vielen Leuten, die beim Latte Macchiato mit dem Blick auf das nächste vegetarische Essen und korrektem, gendergerechten Sprechen und Schreiben ihren bürgerlichen Wohlstandsstatus nicht mehr in Frage stellen wollen und nicht mehr mit den Untersten der Gesellschaft in der Weise zu teilen bereit sind. Oder gar das System dafür grundlegend verändern zu wollen. Und deshalb werden Ersatzthemen genommen oder es wird der Ballon ganz groß aufgeblasen, um wenn er platzt zu sagen, ja, wir haben das Gute ja gewollt, dass das völlig unrealistisch war, dass das überzogen war, dass es erkennbar eine Ausflucht war, um nicht viel verändern zu müssen. Darüber lässt sich schwer mit den Leuten nachdenken und schwer drüber reden. Ich meine, bekannt ist das ja. Es gibt ja diese schönen Sprüche. Ich liebe immer Sprüche auch. Es muss sich alles ändern, aber es darf nichts anders werden. Und ja, ich höre es, dankeschön. Diese Widersprüchlichkeit, darüber sollten wir uns noch mehr Gedanken jetzt machen, auch heute in diesem Talk. Das finde ich ein sehr spannendes, wichtiges Thema. Ich sage nur einen Satz noch zu der konkreten Logik, die Dylan angesprochen hat. Ich glaube, dass man nämlich sofort auch sagen kann, ja Leute, lasst uns alle Möglichkeiten durchdenken. Kann man ja auch gar nicht anders, wenn wir die Frage einhalten wollen. Aber lasst es uns stimmig denken. Weil dann kommt man zum Ergebnis, dass die sagen wollen, wir sind jetzt gar keine Egoisten mehr. Wir brauchen keine Vergeltung mehr. Wir brauchen kein Geld. Wir sind jetzt alles Menschengeschwister. Mit denen könnte man nachdenken, ob es dann stimmig ist, noch Privateigentum und Geld als Tauschmittel zu haben. Weil in den Familien geschieht das nicht. In Familien wird dann eben geteilt und es wird so gemeinsam geplant. Jeder tut, was er kann, bekommt, was er braucht, dass es allen gleich gut gehen soll. Das ist im Gegensatz zum Geldmechanismus. Das heißt, wenn Sie es wirklich wollen, sollten Sie es auch stimmig tun. Statt mit halbem Halbhalten, so nichts Ganzes und nichts Halbes, einen Zustand herbeizuführen, der nicht klappt und der nichts ändert. Und dann ist tatsächlich hier für kleine Schritte jetzt aus dem jetzigen System heraus aus meiner Sicht so etwas wie die Gemeinwohl ökonomische Wirtschaftsordnung. Das ist aus meiner Sicht dann realistischer als der Ballon, der platzt oder gar nicht erst was wird und wodurch die Leute alle im Falschen bleiben können. Ich gebe weiter. Dankeschön. Ja, ich höre aus Öffis Aussage wiederholt so eine kleine Anklage und Beschwerde über die Menschen in Komfortzone oder Suchtverhalten. Zustimmen muss ich da wohl auch. Überlege mir aber, wie wir das positiv umformulieren können. Also und mir fiel dazu so ein Ideenwettbewerb ein, wie wir die Gemeinschaftsszene und die Wandelbewegung und die Friedensbewegung stärken können. Dazu gibt es ja sicherlich von 100 Menschen 1000 Ideen. Und man müsste sie mit einem Team mal sammeln, diese Ideen, und kombinieren und daraus Flashmobs und Telekonferenzen und Spaziergänge machen und Inseln und Gemeinschaften entstehen lassen.
Und da ich ja auch ähnlich wie Öffi eigentlich tauschlogikfrei agieren möchte, frage ich mich und euch, was können wir für Anreize bieten? Denn könnte man jetzt 10.000 Euro in der Tausendergruppe einsetzen und sagen, hier, die besten Ideen werden prämiert und der Beste kriegt 10.000, der Zweitbeste 5.000 Euro, der Drittbeste noch 2.000 Euro und so weiter, dann würden sicherlich viele Ideen eingehen, weil die Leute sich ein bisschen bemühen, weil sie einen Anreiz haben durch eine Prämie. Das ist die alte Art, die alte Welt, wo man die Menschen mit Geld anreizen muss, sich mal zu bewegen und Gedanken zu machen. Wie sieht das eigentlich in der neuen Welt aus? Selbst wenn wir ein Team haben, das sich aller Ideen annehmen will, wie können wir die Menschen bitten, mal etwas einzureichen? Weil eine gute Idee ist eigentlich wie ein Ball in der Mitte oder auf der Spitze eines Hügels. Und diese Idee muss erst nur gesehen werden und braucht einen kleinen Stups und schon fängt sie an zu laufen. Eine gute Idee in dem Sinne ist ein Selbstläufer und fängt sofort an, bergab zu laufen und zu funktionieren und Energie aufzunehmen und Energie umzusetzen. Also ein Kennzeichen einer guten Idee ist, dass sie kopiert wird und von vornherein funktioniert und diese Ideen für die Gemeinschafts- und die Wandelbewegung suchen wir und die Menschen, die diese Ideen haben, damit wir ja, in die neue Zeit rüberkommen, wo wir tauschlogikfrei mit der Liebe des Kosmos wirklich diese Bewusstseinsschwelle überspringen. Dankeschön, ich gebe weiter. Ja, danke. Ich denke, ich höre mich jetzt wieder. Jetzt muss ich erst wieder in die Technik hinkriegen. Sonne, das. Ja, ich hab's. Ich gehe auf alles, ich werde versuchen, gleich auf alles einzugehen, was genannt wurde, aber ich lese erst noch mal diese eine Sache durch hier. Also, diejenigen kapitalistischen Sparten, die die Profiteure von immer noch mehr scheiterndem Leben sind eine Riesenbank im Kapitalismus, ein Hauptteil der Massen von Arbeitslosen, Obdachlosen und von Kranken und von Kriminellen erzeugt durch die Kundschaft vergrößernden, vorteilbringenden Irrtümer der jeweils eigenen Sparten. Insofern trägt der Kapitalismus immer auch eine Tendenz zur Selbstzerstörung der Staaten in sich. Also, was ich damit sagen wollte, ist, dass ja der Weltrat ja sagt, die größte übersehene Geschichte vielleicht ist, dass wir übersehen haben, dass es im Kapitalismus nicht nur Konzerne gibt, die uns schaden und die Profite auf Kosten der Menschen macht, sondern dass es auch die Sparten sind, dass zum Beispiel die Arbeitsamtmitarbeiter regelrecht die Arbeitslosigkeit fördern, weil sie dann persönlich mehr Karriere machen können. Und das wird nicht bewusst gemacht, sondern sie glauben bestimmte vorteilbringende Irrtümer. Ja, ich sag jetzt erstmal, was ich sowieso noch auf dem Programm habe. Die Vorteile der GWO, die sind doch, glaube ich, da sind wir doch uns hoffentlich alle einig, dass wenn der Supermarktleiter dann mehr Geld kriegt, wenn der Prozentsatz seiner Kunden, der Krebs bekommt, weniger wird und er dadurch motiviert wird und angereizt wird, uns wenigstens jetzt erstmal aufzuhören zu vergiften. Ja, mit dem ganzen Pestiziden, Fungiziden, Glyphosat und all dem. Dieser Vorteil der GWO gegenüber dem kapitalistischen System ist doch, glaube ich, jedem nachvollziehbar. Und meine Anregung heißt ja,
nehmen wir doch die GWO als den ersten Zwischenstufe weg vom Kapitalismus, weil eben ZDF, Arte und die Bundesregierung alle offen sind für diese GWO-GWÖ-Diskussion. Konzentrieren wir uns doch darauf, denn ob wir danach diese Dinge, Öffi hat es erwähnt, Ersatzthemen, da stelle ich die Frage, ob es sich da um vorteilbringende Irrtümer handelt. Zum Beispiel können wir bei all diesen Themen, müssen wir uns immer fragen, zum Beispiel wenn ich jetzt sofort, wie die Sarah Wagenknecht das machen möchte, die Schere zwischen Arm und Reich schließe, ja, wie viel flüchtende Reiche kriege ich dann? Wie viel von den Alpha, Omega, Alpha, Gamma und Beta-Tieren einer biologischen Gruppe, von denen diese biologische Gruppe ja lebt, wie viel vertreibe ich? Also wenn Sarah Wagenknecht, die will ja die Steuern für die Reichen ganz hochziehen, um die Schere zu schließen. Aber wenn dann eine Fluchtbewegung wie damals vor dem Bau der Mauer stattfindet, nämlich dass die alle raus wollen aus der DDR sozusagen, aus der neuen DDR mit den superhohen Steuern für die Reichen, dann sind wir alle am Ende die Verlierer, weil wir am Ende alle auf dem Qualitätsniveau der Trabis sind und den Trabi wollte keiner kaufen und deswegen war die DDR kurz vorm Verhungern, weil niemand mehr DDR-Produkte kaufen wollte sozusagen, so ungefähr. Ja? Und das sind so die Fragen. Oder wenn ich jetzt sofort das Geld abschaffe, ja, dann ist die Frage, ob ich dann nicht so viel Flucht aus dem Lande habe, ob dann nicht sogar die ältere Dame, die hart gearbeitet hat und jetzt 100.000 auf dem Konto hat, ob die dann nicht sagt, ich muss Deutschland verlassen, weil ich will diese 100.000 nicht einfach verlieren. Ja? Denn die sind ja dann weg. Es piept, ich mache nur noch den Gedanken zu Ende. Ja, also von daher, wir müssen uns auch fragen, wenn wir zum Beispiel Geld abschaffen sofort, sind wir dann nur noch so verteidigungsfähig wie die Ukraine oder die Indianer und werden wir genauso abgeschlachtet wie die Ukraine-Leute oder wie die Indianer? Ja, also das sind alles Dinge. Und zu Walter noch letzter Gedanke, eine gute Idee setzt sich nicht durch. Eine gute Idee, für die Intelligenz der Empfänger groß genug ist, setzt sich durch. Denn gute Ideen können auch an der mangelnden Intelligenz der Empfänger scheitern. Ich gebe weiter und ich vermute, das dürfte der Lucky sein. Ne? Okay, dann mache ich weiter. Passt doch gut, kann ich gut anknüpfen an meine Vorredner. Die gute Idee ist nach wie vor für mich eine Frage. Eine Frage, die alle Menschen, glaube ich, mit Ja beantworten würden, egal wo sie sind und welche Charakter sie haben, auch welche Intelligenz, weil du gerade angesprochen hast, der Intelligenz, die würde, glaube ich, überall gleich beantwortet werden. Wenn ich den fragen würde, erstens, wenn du eine Tätigkeit dir aussuchen könntest, die dir Spaß macht, nach Zeit und Tätigkeit, wärst du dann glücklicher als jetzt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, würdest du zustimmen, dass alle Menschen gleichermaßen beteiligt werden müssten am ökologischen Fußabdruck, dass es für alle gelten sollte, sich gerecht daran zu beteiligen? Das wäre die zweite Frage. Und diese beiden Fragen, glaube ich, vielleicht bei der zweiten Frage nicht so, aber zumindest bei der ersten Frage, glaube ich, dass dann alle Menschen, wenn die nicht gerade einen super selbstverwirklichen Job haben und weiter, dann sagen sie höchstens, das habe ich sowieso schon. Grundsätzlich fängt das richtig, aber habe ich schon. Kommt für mich nicht in Frage, weil ich genau das nur mache, was ich will und sonst keine Sorgen habe. Und von daher, glaube ich, mit dieser Frage, wäre für mich eben die Basis, um dann zu meinem Modell zu kommen. Mein Modell wäre nämlich, dass deine ganzen Sorgen, deine ganzen Ängste, die wir heute haben, wegen dem Geld, zum Beispiel auch mit der Oma, die du sagst, warum hat denn die Oma, warum ist die so wichtig, diese 100.000, dass sie die behalten will? Warum hat die Oma mit den 100.000, die sie gespart hat, warum ist sie so scharf, dass sie auf keinen Fall geht, weggehen will und dann ins Ausland geht oder sonst was du da sagst, was sie machen würde? Das ist, weil sie nämlich Angst hat, das ist ihre Altersversicherung, dass sie sozusagen, wenn sie noch mehr am Stock geht oder irgendwann den Rolli braucht und sonst was, dass sie bei der Krankenkasse alle zuzahlen kann.
Deswegen ist eine Sicherheit. Das 100.000 bedeutet Sicherheit. Und diese Sicherheit hast du aber, wenn du eine Vernetzung hast, wenn du eine globale Vernetzung hast, wo eben genau gesagt wird, was kannst du tun, was dir Spaß macht und was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du? Ja, also das, was kannst du geben und was brauchst du? Und das wird nicht auf dieser Tauschebene, da bin ich ja mit der Gemeinwohlökonomie auch wieder Konsens, sondern das wird einfach zur Verfügung gestellt, und das nimmst du ja das, was du brauchst und stellst du zur Verfügung, was du kannst, dann brauchen wir das Geld nicht mehr. Dann brauchen wir das Geld nicht mehr und dann wird es auch weniger Kriege geben. Für was brauchen wir dann eigentlich schon eine Verteidigung? Gut, das ist sicherlich dann langfristig und da hast du natürlich recht, da haben wir auch letztes Mal geendet in der Diskussion, Dylan. Natürlich geht es nur, das Geld abschaffen geht natürlich und diese globale Vernetzung, die ist natürlich Voraussetzung. Die globale Vernetzung ist Voraussetzung, dass das also auch funktioniert, das Geld dann abzuschaffen. Das geht natürlich nur, wenn es nicht nur Deutschland alleine macht, sondern wenn es halt mehrere Länder machen. Mindestens, denke ich, EU, wenn nicht sogar noch die Hälfte aller Länder. Das hat ja damals auch funktioniert während des Kalten Krieges, dass wir zwei verschiedene Ökonomien hatten im Prinzip, sozialistisch und kapitalistisch. Und dass du mindestens also die Hälfte hast an Ländern, wo gleichzeitig gemacht werden muss. Und mit der Einführung des Euros zum Beispiel, soweit ich richtig in Erinnerung habe, war das ja auch so, dass sich mehrere Länder gesagt haben, zu dem und dem Zeitpunkt machen wir das da. Dann schalten wir halt um von, weiß ich nicht, Kronen und Schilling und alles auf Euro. Da haben sich ja auch mehrere per Volksabstimmung vorher geeinigt, die Länder, und haben gesagt, ja, wir machen das. Und dann haben sie gemacht an dem Tag. Und dann ist eben die neue Währung eingeführt worden. Und so könntest du das auch, wenn du eine entsprechende Vernetzung hast, was ja heute mit der Digitalisierung endlich möglich ist, so eine Vernetzung hast, was dir braucht wird und was du zur Verfügung stellen kannst, könnte dann meines Erachtens genauso funktionieren. Und hast die Sachen, die immer mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gesagt werden, dass Leute eben weniger Angst haben, weil ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind, gleich noch einen Satz. Das hättest du also diese, was eben für bedingungslose Grundeinkommen mal angeführt worden ist als Vorteile, die hättest du da halt auch mit, wirst aber nicht auf halbem Weg stehen bleiben, was ich bisher eben so kritisiere bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass die Idee grundsätzlich richtig ist, die Menschen von den Ängsten zu befreien, aber dass du auf halbem Weg stehen bleibst. Punkt und fertig, danke und gebe weiter an ja, Öffi oder Walter, wa? Ja, wie gewollt. Von mir aus kann Walter auch erst, sonst rede ich. Dylan, wie ist es mit deiner Einstellung der Anlage? Ja, für du warst ja eben nach Whisky. Willst du jetzt? Auf ich die gerne, ja. Du bist es dran in der Reihenfolge. Was sagst du, Dylan? Das war wieder sehr abgehackt. Dylan, hörst du mich? Mach ja, einfach deinen du bist Beitrag. Dran, Öffi. Okay, und man kann mich hören oder musst du mich einzählen? Okay, dann mache ich mal einfach. Ja, also ich glaube ja, dass auch diese, habe ich ja öfter schon gesagt, ich bin da ja frech, auch diese Einstellungen, die Luki und Walter beschreiben, ich glaube, dass da sehr stark auch Ausfluchtlogik drinsteckt. Denn im Prinzip, das, was Luki sagt, ist eben, wir bauen drauf, dass ein Schalter umgelegt wird und dann gibt es eine größer angelegte überregionale Verwaltung und die übernimmt diese Regelung des neuen Zustandes und dann klappt das auch. Wenn ich die alte Oma wäre mit den 100.000 Euro, würde ich sagen, wieso soll ich den Leuten da jetzt vertrauen, die diese Verwaltung machen? Wer macht denn das? Und wieso soll das weniger korrupt sein, als das, was jetzt die Politiker machen, die da so repräsentativ ja immer wieder gewählt werden? Und tatsächlich glaube ich, dass diese Vorstellung des ganz abstrakten Supermarktdenkens, man geht dann los, ne, man hat die Arbeit, die einem Spaß macht, man konsumiert sozusagen aus dem Supermarkt der Arbeiten, was man haben möchte, dann hat man auch genug Geld
geht in die Supermärkte, ganz anonym, die Regale sind voll. Man nimmt sich, was man haben möchte. Das spart alles die menschliche Baustelle aus. Das spart alles die Baustelle aus in meinem Inneren. Inwiefern kann ich verantwortungsfähig sein, wenn ich immer nur gucke, was macht mir im Augenblick mehr Spaß, ohne längerfristig zu denken und da eventuell auch im Moment etwas, was weniger Spaß macht, zu nehmen, weil es auf längere Sicht eben für mich oder andere mehr Vorteile hat. Also in die innere Umschaltung überhaupt, nicht nach Suchtlogik zu funktionieren, kommt überhaupt nicht vor. Und die Frage, wie schaffe ich vertrauenswürdige soziale Bezüge? Also wem kann ich Steuerruder übergeben? Im Moment lebt man ja so, dass man der Regierung sein Steuerruder gibt. Man macht sich keine Gedanken, ob man das darf. Also darf ich mein Steuerruder überhaupt an Leute geben, die ich nicht als verantwortungsfähig ansehen kann? Genauso wäre das immer, dass man sich die Frage stellen muss, wie sieht es denn aus mit tragfähiger oder verwurzelter Vertrauensfähigkeit unter Menschen? Denn die kapitalistische Chefetage, wo geplant wird, oder die zwangskommunistische Ostplanwirtschaftsetage, das, was alles verbunden hat, war die Korruption. Weil dass man da kein Vertrauen haben konnte. Weil bei den Leuten, wie sie an ihre Stellen gekommen sind, nicht danach geschaut wurde, ob das jetzt die entsprechenden geistigen und sozialen Werte sind, die richtig tragfähig werden. Und ähnlich sehe ich es ja beim Walter, das ist ja lobenswert zu gucken, ne, wo kann man irgendwie was anfangen. Und ich meine, wenn diese 1000x1000 Sache, wenigstens wie ich es zuletzt in den Beschreibungstexten gelesen habe, sagen würde, wir sind eine ganz offene Werkstatt in der Richtung und wir wollen wirklich frei experimentieren, was am besten klappt, dann würde ganz schnell rauskommen, dass wir uns dabei wirklich auf unser Inneres und auf ein Miteinander einlassen müssen, in dem sowas wie Zusammenwachsen, Verbundenheitsgrundlage, eben das, was auch in den Familien das Miteinander planen und das geschwisterliche Teilen ermöglicht. Das ist nicht abstrakt sozusagen, jeder sitzt in seiner Kapsel und eine Verwaltung regelt es, dass sozusagen am Ende noch der Schacht am Computer rausschmeißt, was man haben will. Ich halte das für nicht nur eine Illusion, sondern auch für eine durchschaubare Illusion. Und dass wir uns nicht direkt darauf einlassen, so stark wie möglich zu gucken, was wäre denn die Verwurzelung, die wir uns erarbeiten müssen und das auch so wirklich dann zu erarbeiten. Also das ist ein Grundfehler und der wird fast überall gemieden. Ich habe das Piepen gehört. Ich runde noch ein bisschen ab mit dem, was der Dylan auch gesagt hat. Ich denke, dass wirklich die Stimmigkeit das Entscheidendste ist. Also sicherlich wird auch ein Dylan nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel jemand, der lebt wie ich und solche Art von Kommuneleben empfiehlt und bereit ist, das auch mit anderen gemeinsam zu experimentieren. Wo ich immerhin sagen kann, dass wenn Menschen sich wirklich drauf einlassen, dass das total schöner Zustand ist, da wird natürlich keiner sagen wollen, diese Stufe der Experimente soll zurückgeschraubt werden oder aufgegeben werden, um mit einer Belohnungslogik anzufangen von Leuten, die eigentlich noch gar keine Nicht-Egoisten sind, sein können oder wie auch immer. Also von daher, das Nebeneinander der Mehrschienigkeit wird ja bestimmt rauskommen als das, was gut und sinnvoll ist und was man auch nicht gegeneinander ausspielen sollte. Aber ansonsten kann ich dem Dylan da nur recht geben, also zu sagen, Leute, solange ihr noch mit Geld und Privateigentum und alledem umgeht, ist nicht dann der nächste Schritt, also nicht jetzt irgendwie eine Flause, ne, und man setzt sich sozusagen in so ein Marsmännchen, so eine Marsmännchen-Fiktion, sondern für die Schritt-für-Schritt-Entwicklung jetzt in die gute Richtung, ist nicht dann, dass wir wirklich gucken, wie gut geht's uns jetzt und wie gut geht's uns morgen und wie kann da eine Linie des Wohlgefühls ins Auge gefasst werden. Also das müsste doch drin sitzen. Und Dylan, wir waren da ja auch schon, ne? Also wir hatten ja bei einem Talk schon Leute von die Basis und neue Verfassung und Gemeinwohllobby und so. Und da sind wir ja auch übereingekommen, dass es eigentlich eine total sinnvolle Aktion wäre, wenn alle sich zusammentun, um auch da, so wie wir insgesamt das freie Experimentieren brauchen, die offene Werkstatt, gründliche, wissenschaftlich fundierte Werkstatt fürs Vorwärtskommen, wenn es ein lokales Modellexperiment mal gäbe und zugelassen würde für die Wohlfühlstimme, vielleicht zu seiner Hausarztvertrauenskommune mit Wohlfühlstimme.
Aber natürlich haben wir drei Probleme. Erstens, bei der nächsten Talkshow waren die, die gesagt haben, ja, wir müssen uns da zusammentun und Kräfte bündeln, um das zu erreichen, schon nicht mehr da. Zweitens, würde der Staat in seiner jetzigen Auffassung überhaupt auch nur so ein Regionalexperiment zulassen wollen? Und drittens, wer kommt, um daran teilzunehmen? Und die Dinge müssen auf den Tisch. Da müssen wir richtig gründlich miteinander drüber nachdenken, auch das in die Öffentlichkeit bringen, weil sonst passiert gar nichts, was wirklich Hand und Fuß hat, wenn wir nicht an diesen Stellen miteinander klar denken können. Ich gebe weiter. Ja, diese Realwerkstatt oder Zukunftswerkstatt würde ich natürlich gerne jetzt zum Frühjahr 2022 mal in Dagelitz durchführen. Vielleicht mit 10 Menschen. Das ist wahrscheinlich für den Ort eine gute Größenordnung. Auch einen Experimentalraum für die 1000x1000-Gruppe ist in Planung. Vielleicht im Raum Kassel. Also, wie Öffi sagte, es ist natürlich ein Experimentierfeld, weil wir ja keine fertigen Lösungen haben, sondern diese Lösungen erarbeiten möchten miteinander. Also die Alternative auf tauschlogikfreier Basis oder auch aus einer Fülle heraus, die wir ja ohne weiteres so nicht haben können, weil sich uns noch kein Millionär oder Milliardär angeschlossen hat und weil wir ja auch nicht auf öffentliche Mittel in dem Maße so aus sind, dass wir dafür die 1000 Formulare ausfüllen und auf Genehmigung und Bewilligung warten. Also diesen Ideenpool für die neue Welt wollen wir in kleinen Treffen miteinander erarbeiten oder erspielen, sag ich mal lieber. Weil genau wie die gute Idee eigentlich ein Selbstläufer ist und nicht wie Lucky oder Dylan meinten, ja, gute Ideen kommen nicht durch, ja, dann ist es eben nicht die gute Idee. Die gute Idee zeichnet sich dadurch aus, dass sie kopiert wird, also dass sie in dem Sinne gut ist, dass sie sofort aufgegriffen wird, kopiert wird, tausendfach durchgeführt wird. Das ist die gute Idee. Nicht das, was nicht funktioniert, was sich vielleicht gut anhört, aber was keiner aufnimmt, weil es für ihn einfach nicht passt. Ja, und diese Ideen suchen wir, die Selbstläufer sind. Und mit denen bauen wir die neuen Inseln der Selbstversorgung und der Kunst und der Kreativität und der Bildung. Und da sind wir erstmal relativ bescheiden und kommen einfach nur zusammen, um diese Ideen erstmal zu finden. Ja, da wird es einen Realflyer demnächst geben, den wir einfach mal von Hand zu Hand reichen, den wir 1000-mal drucken werden auf Umweltpapier, um dann Menschen einzuladen, die uns eigentlich suchen. Dankeschön, ich gebe weiter an Dylan. Ja, danke. Mit den Daumen, das könnt ihr dann ja im Bilde sehen. Wenn Ton gut ist, jetzt ganz okay, es war alles nichts vom Ton her, aber es ist ganz okay. So, dann starte ich meinen Beitrag. Ne? Ja, also Walter weiß, meine Sichtweise ist halt eine andere. Wenn ich die Leute draußen beobachte, die ich in dem schönsten Zentrum von Köln hier an mir vorbeilaufen und wenn ich mit denen rede, dann sehe ich, wenn die Menschen die Schädlichkeit des Kapitalismus nicht verstehen, dann gibt es keine gute Idee. Denn wenn sie das nicht verstehen können und quasi einfach jede alternative Idee ablehnen, weil sie einfach sagen, ja, der Kapitalismus lasst mich in Ruhe mit all diesem alternativen Quatsch. Dann gibt es keine gute Idee, die das schaffen kann.
Ja, und das halte ich übrigens auch für das durchaus Wahrscheinliche, dass ich am Ende meines Lebens sage, es gibt gar keine Idee, weil die Menschen nicht klug genug sind zu verstehen, wie gefährlich der Kapitalismus ist. Ich probiere es trotzdem. Ich probiere es jetzt trotzdem, indem ich sage, wollen wir weiterhin den Kapitalismus, in dem der Arzt dazu da ist, mich tablettensüchtig zu machen und uns tablettensüchtig zu machen, auf das er dann am meisten Geld verdient und die Pharmakonzerne am meisten Geld verdienen und ihm dann möglichst viel Bestechungsgeld geben und so weiter? Oder wollen wir sozusagen die Gemeinwohlwirtschaft, ich sage es allgemein, Gemeinwohlwirtschaft steht für GWO, ja, ich mache es besser so, GWÖ, GWO, ja, wo dann der Arzt belohnt wird, wenn er es schafft mit seinem Kursangebot, Freizeit- und Wochenendkursangebot, dass ich nie Krebs bekomme. Wollen wir lieber das jetzige kapitalistische System oder wollen wir ein Krebsverhinderungssystem für uns haben? Und da ist jetzt mein Tipp, nicht mehr zu wollen. Ja, denn ich muss noch mal deutlich machen, mit der GWO, die GWÖ würde wahrscheinlich einen wirtschaftlichen Verlust von 200 Milliarden jährlich bedeuten, weil da auch zu weit Dinge sind aus meiner Sicht. Und wir würden ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jährlich plus bekommen, sozusagen. Und jetzt die Frage ist, ob erst zu Lucky nochmal. Ich halte es für schwer erreichbar, dass ganz Europa ein so riesiges Experiment wie Geldabschaffung auf einmal riskiert, wenn sie damit riskieren, dass alle europäischen Unternehmer nach China, nach USA und nach Indien abwandern oder in andere schöne Teile der Welt. Dieses Risiko, glaube ich, würde noch nicht mal ich eingehen wollen. Das wäre mir zu riskant. Und deswegen sage ich, ja, da muss es doch klein geschehen. Probiert doch erstmal in der Kommune, ob ihr euch wohlfühlt, wenn ihr wirklich ganz ohne Geld lebt, ohne Tauschhandel lebt, nur mit den Sachen, die eure Kommune herstellen kann. Denn ihr könnt ja da nichts mehr eintauschen. Ihr könnt weder was kaufen noch eintauschen. Müsst ihr mit dem leben, was die Leute handwerklich können. Und wenn keiner da ist, der Betten macht, will halt über Betten schlafen. Also probiert halt. Oder ob ihr sagt, naja, der Tauschhandel hat vielleicht doch Vorteile. Der Tausch hat Vorteile. Vielleicht müssen wir den beibehalten. Und dann kommen wir sehr schnell wieder zu der Frage, ob wir wirklich wie wir leben wollen. Und dann Lucky hat gesagt, alle wollen nur machen, also alle dürfen nur machen, was ihnen Bock macht. Aber funktioniert dann zum Beispiel noch, werden wir dann militärisch schwach wie die Ukraine und werden überrollt und platt gemacht wie Indianer? Oder sind wir noch ein Hightech-Land, das sich noch wehren kann, solange die anderen Staaten noch kriegslüstern sind wie die USA? Die sich nur noch rund, ja? Und die alte Dame wird vielleicht sich einen schönen, die will sich vielleicht einfach nur einen schönen Bio-Urlaub gönnen. Das ist natürlich Konsumsucht. Aber ich kann doch nicht der Frau von Latzknall, nehmen dir dein Geld weg, deine 100.000, und du, ich sage dir jetzt, du sollst mit deiner Konsumsucht hier den Bio-Urlaub gönnen zu wollen, aufhören. Nein, wenn, dann muss die schon vorher in Kommunen gelebt haben und dann auf den Konsum verzichtet haben. Aber das müssen dann die Leute beweisen, die auch auf Geld verzichten wollen, dass sie in der Kommune ohne Geld und ohne Tausch leben. Und wenn das dann gut funktioniert, kann man vielleicht die alte Dame auch für gewinnen. Aber der einfach sozusagen, wir nehmen dir das Geld weg und verzichte mal gefälligst auf deine Konsumsucht, wie der Professor Nico Pech, das hört's nicht. Da wird sie sich wehren. Ja, ich gebe weiter und die nächste ist, glaube ich, ich war nach jedem dran. Ich glaube, wer der nächste ist. Luki, ich bin nach ja. Moment. Kann ich? Dylan, bist du soweit? Kann ich? Mach einen Daumen hoch. Okay. Ja, ich fühle mich in vielen Sachen missverstanden.
Und zwar wird immer nur das Negative sehen. Ich nehme der alten Dame die 100.000 weg, die sie gespart hat. Das ist ja eher umgekehrt. Ich gebe ihr endlich Sicherheit, dass sie bis zum Ende ihres Lebens ist die medizinische Versorgung, sie kommt in ihr kleines Dorf von A nach B, kommt sie immer hin, und zwar behindertengerecht, egal welchen wie, ob sie im Rollstuhl ist oder sonst was, weil Mobilität ist eine Sache, die sozusagen in Anführungsstrichen gesetzlich verankert ist, die ist gewährleistet, weil sie barrierefrei kommt, sie überall hin. Wenn sie irgendwann mal nicht lesen und schreiben kann, weil sie taub ist und weil ihre Finger nicht mehr können, kriegt sie auch einen entsprechenden Computer. Sie kriegt einen entsprechenden Computer, der heute 100.000 kosten würde, für eine blinde und taubstumme Frau, der deswegen nicht produziert wird. Oder nur die Allerreichsten können sich sowas leisten. Weil in meiner Vision von Utopia ist machbar, ist das natürlich, sind die Grundbedürfnisse, nämlich Mobilität, Krankenversorgung, Dach über dem Kopf und so weiter, sind gesichert. Bis zum Lebensende sind alle gesichert. Egal, wie gesagt, welche Behinderung oder welche Marke du hast. Das gebe ich ja. Und dann ist die Frage, warum brauchst du noch 100.000? Und natürlich kannst du auch verreisen und sonst was. Das kannst du alles machen. Und dadurch wird, glaube ich, durch diese Sicherheit, du musst natürlich auch glauben, dass das funktioniert. Und durch diese Sicherheit brauchst du dann nicht mehr so an die 100.000 oder an Konsumgüter klammern, wie es heute noch der Fall ist. Weil unser Konsumding, oder was ihr sagt, die Leute sind zu doof und so weiter, das ist doch alles, weil wir voller Ängste sind. Wir sind voller Ängste und sind im Prinzip ja, ein Stück weit auch durch die Medien gesteuert, dass wir Angst haben müssen und dass wir uns auch minderwertig fühlen, wenn wir nicht das Allerneueste haben. Wenn sozusagen ich hier noch ein altes Handy habe, was nicht funktioniert und du jetzt ein 1000-mal besseres und machst viel Bilder und sonst viele Bilder und bessere Bilder als ich mit meinem Handy, dann fühle ich mich natürlich mies und klein und muss natürlich auch kaufen, kaufen, kaufen. Und das wird natürlich in einer Gesellschaft, wo diese Ängste dir genommen wird, wo du Sicherheit hast, wo du natürlich auch mehr Zeit hast, viel mehr Zeit hast, dich diese Mitmenschliche zu beziehen und so weiter, wird sich dann natürlich auch alles ändern, ja, dass ich sozusagen mich auch anders verhalten werde und ein Stück weit dann auch verantwortlicher bin und verantwortlicher mitdenke, weil ich auch mehr soziale Beziehungen habe und mehr Kontakte habe, weil ich gerne eine Tätigkeit mache, die Spaß macht und weil ich weniger Ängste habe. Dann habe ich natürlich auch viel mehr Lust mit Leuten und viel freier mit Leuten zu mich unterhalten, soziale Kontakte zu machen und stehe immer nicht in einem Konkurrenzverhalten, bloß keinen Fehler zugeben, besser zu sein als der andere und drüber zu stehen, das fällt dann ein Stück weit alles weg. Und dadurch kann ich dann auch das, was ihr auch immer wollt und sagt, der Mensch muss verantwortlich werden, das kann ich ja dann, das wird dadurch schon ganz in Anführungsstrichen automatisch entstehen, dadurch, also, dass ich mich sozusagen nicht mehr in dem Geld wie im Hamsterrad um Geld, 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 oben, unten und so weiter, nimmt der mir was weg, beutet der mich aus, ach, der hat ein Schnäppchen gemacht und ich nicht, dann bin ich ja schön doof und so weiter, das macht der alles was mit der Psyche. Das war das eine, wenn ich hoffentlich noch ein bisschen Zeit habe, weil ich auf das andere dazu eingehen, auf eure Versuche immer, na, Mensch, gibt es die doch. Ich habe vor 20 Jahren halt ein bisschen in Kommunen mich mit umgehört, ein bisschen auch teilweise besucht und gelebt, da waren schon teilweise kein Geld mehr. Da ist untereinander anders angegangen worden. Also die Konflikte auch mit MRT oder RT, Radikal- und Männerradikale Therapie, gelöst worden, Mediatoren und so weiter, ist gemacht worden. Kassel, da mehr noch sind 6 oder 7 Kommunen, die geldfrei miteinander alles austauschen, so viel wie ich weiß. Und von daher haben auch eine eigene Zeitung, also ich habe zumindest damals noch, eher noch 2 Sätze, danke, ich habe damals auch eine Zeitung Kommuja, wo die ganzen Gruppen immer regelmäßig so einen Rundbrief geschrieben haben, wo sie ihre neuesten Sachen drin hatten und so weiter. Also von daher gibt es doch das, was ihr aufbauen wollt. So eine Kommune gibt es doch schon vereinzelt in vielen Teilen von Deutschland und so ja in Europa weit, ja, Spanien und weiß ich was, überall. Und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum ihr da auf dieses Präzedenzding so fixiert seid. Danke und gebe weiter an Öffi wieder, wa? Ja, ihr Lieben, ich nehme an, ich kann loslegen. Dann mache ich mal einfach. Wenn nicht, greift ein. Also Dank an die Vorredner.
Und ich meine, wir sind ja in einer lebhaften Diskussion, ist ja auch schön, wir nehmen es uns ja auch nicht übel, wenn wir da so unterschiedliche Argumente sagen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass wir lassen einfach fließen und es wird gut. Was bei Luki und bei Walter da mit drin steckt. Ne? Also es muss direkt mehr Spaß machen, dann machen wir das, dann klappt das auch. Ist es nicht möglich, dass Menschen sich durch Sucht kaputt machen? Ist es nicht möglich, dass die Menschheit durch den Kapitalismus und unsere Verschwendungssucht der Rohstoffe, der Natur und so weiter, dass wir uns kaputt machen von alleine? Und wie ist es in irgendwelchen Gemeinschaften, die funktionieren? Da brauchen wir noch nicht mal in die alternativen Gemeinschaften jetzt gehen, gucken, was klappt nicht. Da sage ich gleich noch was zu. Aber wie ist es denn in sozialen Gemeinschaften, wo man sich geborgen fühlt? Man fühlt sich nicht geborgen mit Menschen um sich herum, denen es immer im nächsten Moment mehr Spaß machen muss und sonst haben sie keinen Bock. Auch für einen selbst was zu tun, muss ihnen mehr Spaß machen im Moment und sonst machen sie es nicht. Mit solchen Menschen fühlt man sich nicht geborgen. Man fühlt sich wie im Abkonsumierladen. Und deshalb bin ich auch der Ansicht, und gleich sage ich auch noch was zu den alternativen Experimenten dann, was man daran ablesen kann. Verantwortung braucht direkt Verantwortungsbildung. Ich muss wissen, dass zum Beispiel der andere Mensch neben mir so viel wert ist wie ich und dass ich den nicht abzukonsumieren habe, sondern dass ich durch meinen Geist, meine Einsicht, meine Willenskraft mich da zusammenreiße. Steht die Torte auf dem Tisch und kann jetzt auch alleine von mir gegessen, wird sie nicht von mir gegessen. Auch wenn das im Moment scheinbar den viel größeren Spaß bringt, wird es nicht gemacht durch meine geistigen und Willensfähigkeiten nicht und durch eine entsprechende Verantwortungseinstellung, die direkt auch so gebildet werden muss. Weil sonst nur, wo ist der nächste leckere Bissen? Gibt es ja die schönen Sprüche auch von der FDP wieder, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht und so. Das ist eine Milchmädchenrechnung, das funktioniert nicht. Und auch jetzt dann zu sagen, wir gucken, wie sieht es aus, wenn wir, die haben jetzt noch nicht die Millionäre und Milliardäre. Ja, dann ist doch gut mal zu schauen, wo sind denn die Experimente, wo die Millionäre und Milliardäre mit ins Spiel kamen? Gibt es ja. Ich nehme im Folgenden mal Bezug auf zwei Gemeinschaftsversuche. Also es gibt natürlich die Kommunebewegung, ne, das GEN, Global Eco Village Network und so weiter. Aber die haben auch massive Probleme, die ich jetzt im Folgenden begründen werde. Nämlich, dass Menschen sich dann da irgendwie auf einem Level nett einrichten und nicht weitergehen wollen, sondern es eher dann wieder sich verringert, statt vorwärts zu gehen. Und da sage ich jetzt was zu, woran das liegt. Also ich nehme eine Kommune, die hatte die Millionen im Hintergrund. Und zwar war das der Rudolf Barrow, der da unten in Sachsen mit dem Ministerpräsidenten Biedenkopf von Sachsen zusammengekommen ist und die haben sich geeinigt. Wir bräuchten solche Experimente. Und der Biedenkopf hat gesagt, ja, das Land steigt mit ein. Wir bieten euch den ganzen Rahmen, ein Riesengut und so und die Sanierung und was weiß ich alles. Schaffen Sie mir 100 Leute herbei, mit denen dieses alternative Projekt dann gefüllt werden soll. Und der Rudolf Barrow, der übrigens vorgezogen hat, statt sich in dieses enge Gemeinschaftsleben zu begeben, als, ich sag mal, anonym abstrakter Wissenschaftler in Berlin an der Humboldt-Universität zu leben. Und weil er entgegen seinen Zusagen sich vorher aus so einem kleinen, engen Gemeinschaftsleben abgeseilt hat, hat seine Frau da Selbstmord begangen dann. Das heißt, wir sehen, da ist massiver Sprengstoff mit in der Sache. Ob man sich drauf einlässt, ja, danke für das Piepen, ich mache noch rund. Ob man sich drauf einlässt, dass man in diesem engen Zusammenleben sich bewährt. Dass das wirklich klappt, nicht mit dem eigenen Egoismus, nicht mit der eigenen Konsumsucht, sondern mit den geistigen Verantwortungswerten und mit den sozialen Werten, die auch bereit sind zum Verzicht fürs Gemeinwohl. Und nicht immer nur, es muss mehr werden und es muss immer nur mehr Spaß werden und sonst läuft nichts. Das ist eine totale Katastrophenrechnung und man fühlt sich mit solchen Menschen nicht geborgen. Und wenn wir uns auf solche Werkstätten nicht einlassen, dann klappt da nichts Wesentliches. Also ich verschiebe dann mal die Analyse jetzt vom Lebensgut Pomritz in meinen nächsten Beitrag. Das andere Großprojekt, was ich ansprechen will, ist Tamera, Heilungsbiotop Tamera in Portugal. Ich sage es schon vorweg, ne, ich verheimliche da nichts, ich sage die Überschrift gleich vorweg. Solange der Mensch nicht, und das kann auch durch positive Anreize vielleicht in ihm ausgelöst werden oder er dahin gelockt werden, solange der Mensch nicht
mit dem Blick auf den großen und weiten Horizont sein Verhalten zu dosieren bereit und fähig ist, solange werden immer irgendwelche kleineren Splitterinteressen oder Tellerrandinteressen ihn verderben. Und das erkläre ich dann beim nächsten Mal, aber gleich noch die freche Bemerkung sei doch direkt auch noch erlaubt. Ja, Walter, ich habe nichts dagegen, wenn da auch 1000 mal 1000 so eine Werkstatt wird, ne? Wann es das wird und wie es das wird, sei dahingestellt. Aber dass Dagelütz offen steht, aber dass Dagelütz so einiges bedeuten würde. Also nicht, dass einem Ideologie abverlangt wird oder Guru-Kult, überhaupt nicht. Ne? Nur vernünftig verantwortlich sein wollen. Aber da müsste man hin und sich auf eine nicht gleich, hier ist der rote Teppich und hier ist alles easy und es macht viel Spaß, sondern man hat eine wertvolle Grundlage, aus der man was machen kann und man müsste es aufbauen. Ich bezweifle allein, dass du die 10 Leute findest. Also wir suchen ja auch ständig danach, mit denen man da die Werkstatt anfangen könnte. Okay, ich gebe weiter. Ja, ich sehe Walter im Moment nicht mehr. Wer nicht mehr da ist, müsste ich gerade sein. Walter, bist du noch da? Nee, dann muss ich weitermachen. Ja, also. Luki. Es geht. Ja, ich bin noch da, aber ich höre dich ganz schlecht. Darum ist ganz schlecht, du bist verzerrt. Meine Argumente sind ja, dass ich sage, wir hören dich sehr schlecht. Ist vielleicht sinnvoll, erstmal die Diskussion mit der Bundes. Ist es besser? Ich habe jetzt. Hört ihr mich jetzt besser? Nee. Doch, im Moment war es besser. Im Moment war es besser, Dylan. Im Moment war es besser. Wir haben heute irgendwie Probleme, ja? Ja, vielleicht war das Problem meine große Kamera, dass das irgendwie den Ton gestört hat. Aber ich versuche es jetzt mal so. Ich hoffe, dass es ausreichend gut ist. Also, was ich sagen wollte, ich will ja sozusagen dadurch überzeugen, dass ich sage, ja, bei der GWÖ und GWO gibt es eben einzelne Punkte, wo wirklich jeder Ja sagen würde, der Milliardär Ja sagen würde und der Ärmste. Denn der Milliardär will doch auch selber keinen Krebs bekommen. Er will doch auch selber ein Gesundheitssystem, das seinen Kindern und Enkeln und Urenkeln verhindert, dass sie Diabetes bekommen, Übergewicht bekommen, Krebs bekommen und all die Krankheiten, die der Kapitalismus beschert. Und da ist eine Konsensmöglichkeit. Aber zum Beispiel jetzt, Luki, bei deinem Beispiel Geldabschaffung, wir nehmen der Frau die 100.000 weg, geben ihr aber zum Beispiel das, was du gesagt hast, Mobilität zum Beispiel. Sie kann überall irgendwo hinkommen. Ja, aber wenn keiner jetzt Bock darauf hat, sie zu fahren, weil du hast ja den Leuten versprochen, dass sie alle nur noch das arbeiten sollen, wozu sie Bock haben. Wenn keiner mehr Bock hat, Müllabfuhr zu machen, was dann? Wenn keiner Bock hat, die alte Dame zu fahren, dann hat sie keine Mobilität, ja? Oder wenn die Computerentwickler alle weg sind, weil sie Europa verlassen haben, ja, muss die alte Dame dann mit einem Trabi-Computer, vorsichtblutlichen, kaum funktionsfähigen Computer zurechtkommen, ja, und so weiter. Auch Öffi hat die Sucht angesprochen, ja, nochmal als Thema. Ja, ich bin nicht esssüchtig, weil ich mich sonst klein fühlen würde, sondern ich bin esssüchtig, weil ich so unglücklich bin im Kapitalismus. Und die GWÖ, GWO würde mich ja da schon mal glücklich machen, denn die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft mit ihren Tanzveranstaltungen und mit ihren Gesundheitskursen und so weiter würde mich mit lauter Menschen zusammenbringen, wäre ja schon eine Vorstufe einer Kommune, die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, wo sich dann tausende Leute in den Kursen treffen. Da hätte ich so viel, und im Sport und so weiter, da wäre ich ständig unter Menschen und wäre dann weniger esssüchtig. Und
Und die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, die Hausärzte würden sofort Anregungen machen, wenn sie auf uns hören. Leute, da der Mensch ein Kommunetier ist, ein Gruppentier ist, ein Gemeinschaftstier, Leute, probiert doch mal aus, in Kommunen zusammenzuziehen. Und dann würde vielleicht der Hausarzt sogar sagen, und wer hat Lust, mit dem Dillen mal eine bonobo-kommunistische Gruppenehe auszuprobieren, in der ich dann so viel Sex habe, dass ich die Esssucht nicht mehr habe. Ja, das sind so Dinge, die sind für mich bis zum gewissen Grad konsensfähig über die gesamte Breite der Gesellschaft. Wobei ich nicht weiß, ob eben Geldabschaffung sofort wirklich jetzt sofort konsensfähig über die gesamte Breite der Gesellschaft wäre. Ja, und der Habeck, der Vizekanzler, wird sich natürlich nur trauen, die GWÖ, GWO in die Diskussion zu werfen, wenn er vorrechnen kann, erstens, wir kriegen ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jährlich und es ist konsensfähig für alle, weil wir nicht gegen die Reichen vorgehen und weil wir auch nicht riskieren, die Reichen ins Ausland zu verlieren, solange die noch geld- und konsumsüchtig und machtsüchtig sind. Ja. Die Frage ist richtig, die Öffi ja angedeutet hat. Ich muss doch die Menschen erst raus aus ihren Süchten kriegen, vielleicht in der Gemeinschaft, und das vorleben und machen und wirklich realisieren, bevor die überhaupt, ich habe das Piepen gehört, bevor die überhaupt, übrigens noch als Tipp, wenn es piepst, müsst ihr immer eure Sätze vorher wiederholen, weil während des Piepens hört niemand was, ne? Von den Zuschauern. Deswegen also dieses zu viel wollen, also entweder jetzt schon in den Kommunen all das realisieren, was ihr als Utopie habt, und dann gucken, ob das die Leute wirklich fasziniert und ob sie das wollen, oder erst mal das kleinere Brötchen backen und erstmal GWÖ, GWO, weil die eben konsensfähig ist, auch für Milliardäre in Europa. Ne? Und sowieso wird der Habeck es nicht trauen, etwas ein Konzept zu bringen, das und anzusprechen, das konsensfähig ist. Der will ja nicht seine Rolle als Vizekanzler will er nicht sofort wieder verlieren. Ne? Also von daher, so, ich gebe weiter an Murphy. Nach dir bin ich eigentlich immer dran. Genau, mach euch, Luki. Okay. Du machst eine richtig gute Logikreihe auf mit dem Glücklichsein, weil das natürlich dann die Menschen glücklicher wären und auch die Milliardäre, wenn sie wissen, halt, der Arzt will das Beste für die Gesundheit und macht auch gute Tipps hier mit Sport und sonst was alles, nicht nur für den Milliardär, sondern auch für seine Kinder und Enkelkinder. Aber das ist doch die gleiche Schiene, auf der ich auch reite. Nämlich, dass ich sage, wenn ihr keine Ängste mehr habt und die Sicherheit, ihr habt die Sicherheit, dass eure Krankheitsversorgung, Mobilität, Bildung, Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, dass es gesichert ist. Diese Sicherheit habt ihr, dass das automatisch da auch glücklicher macht und ein ganz anderes Gefühl. Und wo so ja der Milliardär auch sagen kann, ja, kann ich nicht dagegen. Wenn ich habe das ja sowieso schon alle, die kann man jeden Arzt leisten und jede Ärztin. Aber wenn es durch andere auch leisten können und meine Kinder und so weiter, die sorgt für, machen bei der Prämisse machen die Milliardäre erst auch mal mit bei mir alle. Ja, mit dieser Sicherheit der Grundbedürfnisse, die für sie und ihre Enkelkinder und Kinder halt gewährleistet ist. Nun sagst du ja mit Recht, ist die Frage, wie kann ich denn diese Sicherheit geben, wenn sozusagen keiner mehr die Taxi machen will, dann in ein Dorf fahren will von der alten Oma oder sie zum Arzt bringen will und ja kein Arzt oder Ärztin gibt mehr, die sie behandeln will. Das ist richtig. Diese Frage, wie wird das eigentlich gewährleistet, dass das halt abgedeckt ist? Die hast du vielleicht in deiner Gemeinwohlökonomie auch, da sagst du aber, das ist ein Anreiz. Durch diese positive Dinge hast du einen Anreiz, dass die Leute das alle machen. Ich sage, ich habe diese Anreizkultur, haben wir schon mal diskutiert, finde ich nur halb. Positiv klingt natürlich besser als negativ und durch Geld, aber ich finde es immer noch falsch, weil es eben diese Hierarchie ausmacht. Aber natürlich ist die Frage, wie wird das gewährleistet, dass das sozusagen gesichert ist? Und da
denke ich, dass ihr mein Buch nicht gelesen habt oder zu wenig darauf eingeht. Da habe ich gesagt, da gibt es mehrere Modelle. Und ein Modell ist zum Beispiel, hat ich aber schon mal hier im Chat angeführt, dass wenn da kein Auto hinfahren will nachts und die Oma abholen will, ja, dass der möglich ist, oder noch besser, warte mal mit der Drecksarbeit, wo ich gesagt habe, wenn Kinder die Klo sauber machen will, wird die Forschung entsprechend gemacht, dass eben halt das eben mit vollautomatischen Autos zum Beispiel oder ein Putzroboter macht dann halt die Wohnung sauber oder macht die Park sauber. Kann ja wohl nicht das Problem sein, wenn es wirklich dazu kommt, dass Leute, wenn sie sich die Arbeitszeit und die Tätigkeit aussuchen können und ja auch schneller wechseln können, ja, und mehr Lust hast. Ich habe zum Beispiel mal Lust, ab und an mal schon Mülleimer zu leeren, ja, und im Dreck zu wühlen. Aber ich will es nicht mein ganzes Leben lang machen. Aber ein paar Stunden in der Woche oder im Monat kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich dazu auch Lust habe und dass ich mich dann einlogge. Und erst recht, wenn die Oma ist, die noch in meinem Dorf wohnt, dann stehe ich auch nachts um 3 auf und fahre sie halt zum Arzt hin, als Beispiel, weil ich die Oma ja kenne. Von daher ist, glaube ich, ist diese Frage mit Angebot und Nachfrage, ist dann immer gewährleistet, dass dann also entdeckt ist. Dann geht mit der heutigen Digitalisierung, hast du ja ein Just in Time, was wird dir gebraucht und was wird angeboten, dass du das relativ schnell kombinieren kannst und dann also auch das ausgleichen kannst. Und ich weiß nicht, ob ich heute nochmal dran bin, wahrscheinlich, aber ich vergesse, möchte ich nur sagen, was erst auch Öffi gesagt hat, von oben Zentralrat, Plan oder Verwaltung. Da habt ihr mein Buch auch nicht gelesen. Bei mir gibt's, bei meinem System gibt es gar keinen Staat, sondern du bist bei jede Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wirst du zu allen Fragen mal gefragt. Was ist deine Meinung zu? Und das macht, glaube ich, ganz viel aus. Wenn Leute nach ihrer Meinung gefragt werden, wenn sie ernst genommen werden und nicht nur alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen müssen, sondern sie sind die Verwaltung, sie sind die Justiz, sie sind die mitbestimmen, was produziert wird und was nicht, dass das ganz viel ausmacht. Liegt mal noch zu hören? Hallo? Ja, bist du hören. Okay, dass das ganz viel ausmacht, auch im Sinne von ernst nehmen und dann auch Verantwortung zu kriegen, weil ich werde ja gefragt und ich kann mitbestimmen. Und nicht repräsentative, wie wir es heute haben, die repräsentative Demokratie, wo ich nur alle 4 Jahre eigentlich ein Kreuz machen kann. Und ansonsten interessiert mich doch kein Schwein, was ich so irgendwas denke. Und das macht natürlich ganz viel aus, wenn die, was Öffi ja mal anspricht, an Verantwortung, was ganz viel ausmacht an Verantwortung, wenn ich praktisch gefragt werde. Wenn ich gefragt werde und meine Meinung abgefragt wird und ich mitentscheiden kann. Das macht für das Gefühl und gerade für das Verantwortungsgefühl und über den Tellerrand hinausdenken, was Öffi ja mit Recht anspricht, dass das notwendig ist, das macht natürlich was aus. Wenn ich alle 14 Tage immer gefragt werde, Zebrastreifen, Ampel, bist du dafür oder dagegen in deiner Umgebung, was ist mit Energie und so weiter. So, weil die Zeit zu Ende ist, gebe ich auch wieder weiter an Walter, der ist nicht da, der ist jetzt Öffi dran. Ja, danke den Vorrednern. Also ich glaube, es besteht die Gefahr, dass da noch viel zu unrealistische Elemente mitschwingen. Und ich gehe gleich auf die beiden großen Gemeinschaftsversuche an, die ich kennengelernt habe. Aber jetzt vorweg erstmal auf die Vermutungen oder Unterstellungen, die jetzt aufgestellt wurden, wie das funktionieren kann. Also auch von Dylan und von Luki. Dylan, du hast gemeint, auch der Millionär, Milliardär will ja eben, dass er keinen Krebs bekommt und ähnliches. Nun ja, er hat ja genug Geld, er könnte sich das eigentlich leisten. Ne? Wie leben die ganz Reichen? Also von daher, ich bringe es auf den Punkt. Wenn man den Millionär fragt, willst du Krebs oder Krankheiten haben, dann wird er sagen, nein. Wenn man ihn fragt, willst du die Möglichkeit haben, einen ausschweifenden Lebensstil zu praktizieren und zu prassen und auf die Pauke zu hauen, ohne dich da fragen zu müssen nach morgen, wird er sagen, ja. Wenn es zur Alternative kommt, willst du Krebs haben oder
auf der anderen Seite deinen ausschweifenden Lebensstil aufgeben. Was ziehst du vor von beidem? Dann sieht man schon in jedem Altenheim, die brauchen gar nicht reich zu sein. Nee, also mein Essen will ich nicht umstellen. Dann nehme ich den Krebs lieber in Kauf und sterbe früher. Und genauso werden die Reichen dann noch viel mehr sagen, naja, mit dem Krebs wäre schon schön, wenn ich auch ohne Krebs leben kann. Aber auf jeden Fall will ich mein ausschweifendes Leben leben. Sabberlohnt werden sie sagen. Geh mir weg mit irgendwas anderem, was mich aus dieser Logik rausbringt. Und so auch an dich, ich habe es auch früher schon gesagt. Luki, diese Vorstellung, dass man den Leuten die Existenzangst nimmt, es geht ihnen einigermaßen gut. Nicht nur bei den Reichen. Also ich kenne noch die Zeiten, auch im letzten Jahrhundert, die 70er Jahre und so. Da war das recht easy mit der Sozialversorgung. Da gingen die Sozialhilfeempfänger dann zum Amt. Die wurden nicht mit Hartz IV und Repressionen oder sonst was, sondern die konnten in den Tag hineinleben. Gingen hin und sagten, hier, ich brauche einen Zellienz für die Waschmaschine oder so eine neue oder einen Fernseher und sowas. Also eine Grundversorgung zumindest, wenn es jetzt auch nicht das ausschweifende Leben der Reichen war, war angstfrei gegeben. Und was haben die Leute damit gemacht? Haben sie sich wirklich höher gebildet oder höhere Verantwortungsformen entwickelt oder eingeschlagen? Haben sie nicht und werden sie auch nicht. Und damit komme ich zu den alternativen Gemeinschaftsversuchen. Also erstmal Lebensgut Pomritz. Die haben das Riesengut zur Verfügung gestellt bekommen. Gut, der Leiter kam schon nicht mit ins enge Gemeinschaftsleben, weil er den Professorenposten, also auf seiner anonymen Insel oder in seinem Winkelchen zu sitzen und die Theorien zu schmieden, vorgezogen hat gegenüber der existenziellen Gemeinschaftswerkstatt. Aber dann waren die Leute da und hatten ihren Verein. Und was war? Es kamen auch die 100 Leute sogar, was übrigens keine Selbstverständlichkeit ist, gerade ich da kann, dass das Riesengut zur Verfügung gestellt wurde und Fördermittel des Staates, des Bundes. Und dann kamen sie. Und das ist so ein ausdrucksstarkes Experiment gewesen. Am Anfang hatten sie große Ziele wie Konsensentscheidungen und Gütergemeinschaft oder Gemeinschaftsladen und sowas. Das mit den Konsensgemeinschaften ging als erstes runter, weil es kamen lauter Leute, die natürlich wieder abkonsumieren wollten. Sowohl die Vorstände im Verein, wie auch die Leute, die dahin kamen. Das war ein Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter, die Beziehung zu dem Vater auch nicht hingekriegt hat, weil sie extrem eigenwillig war, ne? Und obwohl sie Kerzchen angezündet hat immer und mit den Erleuchteten im Jenseits Kontakt hatte und so weiter. Und da hat sie mir ganz klar frech ins Gesicht auch gesagt, das bietet mir hier doch große Vorteile. Ich habe ein paar Kinder, die ich jetzt hier habe schon, ne? Auch von verschiedensten Vätern und so. Und ich will immer machen können, was ich Lust habe. Und jetzt im nächsten halben Jahr will ich zum Beispiel nach Indien mal zu meinem Guru hin. Und was ist passiert? Dann lässt sie die Kinder da, hat nicht mal richtig groß abgesprochen, düst weg zu ihrem Guru oder so und kommt wieder und weiß, ja, hier ist ja der Gemeinschaftspool. Hier funktioniert das soweit. Also ich habe gehört, dass es gepiept hat. Also ich sage nochmal, also es kamen vor allem da, wo die lockenden Argumente waren, wo wirklich mal, ob jetzt die 1000 mal 1000 Euro oder das Gut des Bundeslandes zur Verfügung gestellt wurden, kamen auch die alternativen Konsumgeier erstmal angeflogen. Und stürzten sich da drauf. Ohne Disziplin, ohne Verantwortungsbewusstsein und ohne verantwortliche Selbstkontrolle und so weiter. Der Konsens brach zusammen nach wenigen Jahren und es hieß am Ende zwischendurch auch, wir sind mittlerweile zu einer Gemeinschaft von Menschen geworden, die keine gemeinsamen Ziele haben. Und der gemeinsame Laden brach am Ende zusammen, auch deshalb, weil das eben ausgenutzt wurde und weil zum Teil die Sachen geklaut wurden. Wir hatten selber bei uns Zivildienstleistende, die da uns ein Zimmer fanden, also im Nachbarprojekt Friedensgarten, die sich noch zum Teil damit gebrüstet haben, hinzugehen und wenn man das so dann nehmen kann und es passt keiner auf oder so, dann plündern sie den Gemeinschaftsladen und so etwas. Also Menschen einfach Geld in die Tasche stecken oder zu sagen, hier kriegt ihr das, was euch keine Ängste und Sorgen mehr macht, macht sie keinen Deut besser und sie können dann gierig werden und für die Gier reicht es nie. Dann sitzt die alte Oma da, weil die ganze Infrastruktur nicht funktioniert, weil andere Leute meinen, sie müssen, was weiß ich, jeder eine Luxusjacht haben oder Urlaub auf dem Mond machen können. Also diese Gefahr ist zumindest nicht zu leugnen. Und ich werde im nächsten Beitrag dann, mal gucken, ja, kommt sicherlich noch zu, werde ich auch das Beispiel Tamera noch nennen, weil Tamera zumindest einen Schritt weitergegangen ist, hat gesagt, wir müssen den Leuten eine alternative Lustquelle
bieten, die unmittelbar wirkt und wodurch sie dann dazu kommen, auch ebenso aus, sozusagen aus der freien Liebe, der partnerschaftlichen Liebe zur freien Menschheitsliebe kommen zu können. Aber das geht nicht, wenn sie nicht da diese Lust auch im Zusammenleben durch Sex und freie Liebe haben können. Und warum das auch eine sehr zweifelhafte Strategie ist, beschreibe ich in meinem nächsten Beitrag. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich gut hört. Look, ich sehe dich auf einem Bildschirm so ein bisschen, sehe ich dich. Nicke mal, wenn der Ton gut ist. Ich sehe eine Lampe leuchten. Ja, ist okay. Ja, ja, das Nicken habe ich gesehen. Ja, ganz klein, aber ich sehe es. Ich probiere mal, ob der Ton jetzt schlecht wird, wenn ich die Kamera dazu nehme. Ist jetzt der Ton schlecht geworden? Oder geht er noch? Schlechter geworden. Lucky, okay, sagst du. Ist schlechter geworden? Ich verstehe dich nicht. Ein bisschen schlechter geworden durch die Kamera. Also muss ich die Kamera weg tun? Nick, Lucky, muss ich die Kamera wieder auch weg tun? Du warst jetzt ganz schlecht verständlich. Ah, er nickt. Kamera weg, bitte. Also mach ich mal. Jetzt müsste es wieder besser sein. Ja, mal. Richtig. Ja, ja. Alle Mikros aus und ich will versuchen. Wir haben heute definitiv Tonprobleme und Computerprobleme. Ich weiß nicht woher. Irgendwoher. Jedenfalls ist irgendwas nicht in Ordnung. So, ich beginne. Also. Ja, Öffi hat es zum Schluss gesagt, dass Tamera, das ist ja auch das Einzige, was ich gut finde beim Zeck und bei Tamera, dass die immerhin versucht haben, eben die Konsumsucht zu stoppen, indem sie die sexuelle Lust, also die Befreiung der unterdrückten bonobo-kommunistischen Sexualität, die nennen das vielleicht freie Liebe oder so, bei mir heißt es ja bonobo-kommunistische Gruppenehe, eben nutzen wollten, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen, um zu erreichen, dass in der Gemeinschaft die Leute nicht mehr rücksichtslos egoistisch sind, weil sie sozusagen unbefriedigt sind und konsumsuchtkrank sind. Ne? Öffi hat ja beschrieben, wie die Leute alle suchtkrank wurden in der Gemeinschaft, in der alles da war, waren sie trotzdem irgendwie maximal konsumsüchtige und haben sogar geklaut und alles. Ja? Und das halte ich für realistisch, was Öffi da geschildert hat. Ne? Das ist einfach so. Das habe ich auch erlebt in Gemeinschaften und so weiter, in meinen Experimenten und all denen, wo ich teilgenommen habe. Ja, also deswegen... noch zurück zum Kloputzen, ja, also von Lucky. Wenn man in der Kommune lebt, ja, und ohne Geld aber zufällig niemand da ist, der sozusagen die Klotechnik erfinden kann, die so, zum Beispiel automatische Kloputztechnik oder was auch immer entwickeln kann, ja, dann wird man eben wieder an das Problem stoßen, dass dann plötzlich doch wieder ein Putzplan gemacht werden muss und irgendjemand sich um das verstopfte Klo kümmert oder was auch immer. Deswegen, also ich denke, wie gesagt, all diese Dinge, die so aus meiner Sicht so weit gehen und zumindest den jetzigen Menschen erstmals stark aus meiner Sicht überfordert, die sollten wirklich in Kommunen mal praktiziert werden, um zu sehen, ob die Menschen das überhaupt so wollen. Wenigstens erstmal in Kommunen. Da kann man ja ruhig mal vorübergehend vernachlässigen, dass die Kommune sich militärisch nicht verteidigen kann. Wir müssen aber dann die Perspektive sehen, dass wenn nämlich ganz Deutschland in der Kommune lebt, was ist dann damit, wenn die also ganze Ukraine zum Beispiel angegriffen wird militärisch von Russland oder von USA, die ja alle auch keinen Deut besser sind. Ja, also von daher ist die große Frage, müssten dann in der Kommune erkennen können, dass das Ganze so produktiv
schief ist, dass wir uns dann noch vorstellen können, wenn ganz Europa Kommunenschaft wäre, dass trotzdem noch für den Defensivraketen-Hightech-Abwehrriegel noch gesorgt getragen wäre, sodass also nicht jemand auf die Idee kommen könnte und sagen würde, ja, jetzt machen wir doch die Europäer genauso platt, wie wir damals die Indianer platt gemacht haben und wie wir damals die Ukraine und den Irak und Libyen platt gemacht haben und so weiter. Und jetzt machen wir die platt, weil wir dann einfach, ja, dann haben wir diese Störenfriede weg, ja, diese Europäer weg. Ja, und das ist, ja, und dann zu Öffi noch ein ganz wichtiger Gedanke. Mit Milliarden kann der Milliardär, das ist das erst, was ich dem Milliardär sagen würde. Natürlich, ich habe das Piepen gehört, aber noch rund machen. Auch mit all seinen 200 Milliarden, die der reichste Mann der Welt hat, hat er keine Chance, vom Krebs verschont zu werden. Das geht nicht. Er kann nicht verschont werden. Warum nicht? Warum kann er nicht verschont werden? Weil allein in Deutschland werden 350 Milliarden Euro jedes Jahr den Gesundheitssparplern gegeben, die sie darin bestärken, weiterhin mit Krebs falsch umzugehen. Dagegen kann er mit seinen einmalig 200 Milliarden gar nichts erreichen. Ja? Er kann überhaupt nichts erreichen, denn er kann mit seinen 200 Milliarden nicht erreichen, dass Millionen von Forschern der Medizin langfristig daran forschen, daran, wie man in Wirklichkeit Krebs verhindert. Und das kann er gar nicht finanzieren. Und dadurch hat er keine Chance, aus den Schädigkeiten des Kapitalismus rauszukommen. Deswegen, er hat nur die Möglichkeit, aus der Schädigkeit des Kapitalismus rauszukommen durch ein anderes System, zum Beispiel GWÖ, GWO. Und das würde ich ihm immer wieder klar machen. Ich gebe weiter und ich vermute, der Luki ist dran. Nur jetzt, wenn ich ihn jetzt anklicke, bin ich gespannt, ob er auch erscheint. Ich habe mein Mikro schon mal angemacht. Komischerweise ist er... Jetzt ist er weg. Aber ihr hört mich, oder? Sehen nützt er mich ja nicht unbedingt. Aber ihr hört mich, oder? Außerdem, ja. Ich sehe mich selber hier oben klein. Ganz klein. Also ich mich. Hört ihr mich? Ich höre Luki, ja. Okay. Alles klar, dann mache ich weiter. Ja, das würde in meinem System, wenn es kein Geld mehr geben würde und die medizinische Versorgung ein Minimum ist, also ein Grundrecht, was gewährleistet wird, dann wäre das, was du sagst, mit dem Krebs wäre genauso, weil heute ist ja der Anreiz, wie du richtig sagst, Krebs zu erzeugen, weil es ja halt Profit bringt und entsprechende Provisionen und alles. Und deswegen wird halt Krankheit produziert und nicht Gesundheit. Wenn es aber dieses Profit-Ding nicht gibt, dann in meinem System ist zumindest die gleichen Resultate, dass dann die Gesundheit gefördert wird, weil da geforscht wird nach dem Motto, was ist für die Menschen gut und nicht, was bringt Profit, wie es heute ist. Aber sicherlich ist mit deinem umgekehrten Anreizsystem, schaffst du natürlich auch Gesundheit statt Krankheit. Bitte dazu, ja. Dann würde ich noch so Öffi sagen, das ist richtig, 70er Jahre, habe ich ja auch miterlebt, ja, wir sind da ungefähr der gleiche Bau, ja. Habe ich auch miterlebt, dass da im Prinzip konntest du Aussteiger sein und wusstest du, naja, wenn du wieder einsteigen willst, kannst du. Ja, kannst jederzeit dies und jenes arbeiten, jobben und so weiter, ist kein Problem. Und kannst du ja dann bürgerliche Karriere machen, was ja viele auch gemacht haben. Genau. Das hat aber eine Sicherheit eben, dass zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, Hippie-Bewegung, 70er Jahre, da ist da ganz viel ausprobiert worden und ganz viel auch positive Sachen. Da sind zum Beispiel die ersten Kollektive, Handwerkskollektive, gerade hier in Berlin, Kommunen, Stadtkommune, Landkommune und so weiter, ist hier alles entstanden, die 70er Jahre und so weiter. Aufgrund dessen eben, weil die Menschen nicht diesen materiellen Druck hatten, wie sie ihn heute haben. Und von daher stimme ich dem nicht ganz zu, dass sozusagen, wenn du keine Ängste mehr hast, dass es nicht springt. Ja, dass du immer noch Arschloch sein kannst und egoistisch bis Anschlag und sonst was. Ja. Kann sein, dass es so ist, aber finde ich, ist erstmal die Voraussetzung. Die Voraussetzung, dass du ein Stück weit dich eben mit anderen Sachen beschäftigen kannst, über den Tellerrand hinüber.
Denn wenn ich wirklich nur um die Existenz kämpfe, dann ist nur der Tellerrand. Wie kriegt man zu essen her? Wie kriegt ein Dach über den Kopf her? Oder wie schütze ich mich vor dem Feind? Das ist dann die existenziellen Sachen, die ich nur beschäftige. Und was für andere Menschen gut ist oder für den Stamm oder für die Gruppe, ist dann kaum noch relevant, ja, wenn es sozusagen nur um ein Überleben geht. Und deswegen glaube ich, dass das schon eine Sache ist, die Menschen motivieren kann, wenn sie diese Sicherheit haben, dass die Grundbedürfnisse gesichert sind, dass sie dann eben diese Tellerrand, über Tellerrand gucken und Verantwortung für die Gruppe und so weiter zu übernehmen, dass das dann der Fall ist. Und dann zur Dillenwöldner-Saal, vielleicht werde ich da falsch verstanden, ich will nicht, dass ganz Deutschland oder ganz Europa, dass das Kommunen lebt. Die Lebensform, das ist ja bei meinem Modell, finde ich, ist das, also wenn du das Buch mal liest, das finde ich ja eben das Faszinierende, dass da eben das Sprichwort vom alten Fritz, jeder noch seine Fasson seelisch wären, dass das dann ein Stück weit stimmt. Bei dem alten Fritz hängt der Satz ja weiter, solange er meinen Staatsdeckel füllt, so hängt der Satz weiter, ja. Bei mir wäre der Satz, jeder soll nach seiner Fasson seelisch werden, solange er auch was für die Allgemeinheit tut. Weil das darf der auch nicht vergessen, dass mein Modell er ist, du sollst dafür tun, was dir Spaß macht, aber ein Stück weit eben für die Gemeinschaft von Nutzen sein kann. Das kannst du aber sozusagen, welche Tätigkeit ist, ob du auf Kinder aufpasst oder Alten den Arsch abwischst oder den Park sauber machst oder einen guten Workshop machst über GfK, ja, gewaltfreie Kommunikation, oder Supervision machst bei irgendeiner Gruppe, das ist dir sozusagen überlassen. Das kannst du sozusagen selber bestimmen, soll nur irgendwas sein, was für die Gruppe nutzbar ist. Und ja, wir holen dann den letzten Satz, soll nur irgendwas sein, was für die Gruppe nutzbar ist. Das meine ich ja mit dieser Aufzählung, das, was du der Gemeinschaft geben willst und was du brauchst als Bedürfnis, was du rausnimmst. Das wird mit der heutigen Digitalisierung möglich sein kann und nützt da eigentlich einen Gleichstand zu kriegen. Und dabei stimmst du immer mit, zum Beispiel dann auch, was zur Folge hat. Wenn ich jetzt Kaviar essen will, dass es so und so viel mehr Arbeitszeit bedeuten würde für die Gesamtgruppe oder für die Gemeinschaft für alle Deutschen, wenn es jetzt immer Kaviar gibt im Regal. Und statt 100 Käsesorten will ich 200 Käsesorten haben. Das würde aber bedeuten, für jeden 5 Minuten oder 10 Minuten länger von 5 Stunden Arbeitszeit die Woche vielleicht 5,5 Stunden oder irgendwas. Ja, das ist ja, dass die Leute dann auch automatisch merken, da heute in Digitalisierung ja auch möglich, was das immer bedeuten würde. Wenn ich jetzt meinen Luxus oder wenn ich die Sau raushängen möchte, was das für die anderen bedeuten würde und für mich selber auch. So, Zeit ist vorbei, dann gehe ich wieder weiter an Öffi. Ja, der Walter ist auch also wieder Öffi, da, also Öffi, Walter, Dillen, ja. Ja, danke den Vorrednern. Also meine Grundthese ist ja... Ja, ihr seht, mein Sohn ist da, der weiß das schon. Also Verantwortungsbildung geschieht nicht von alleine, geschieht nicht automatisch, sondern es wäre zu erforschen, woran es liegt, dass so etwas zustande kommt und wie man damit dann am besten umgehen kann. Warte, ich muss mal wegstellen. Denn ich glaube zum Beispiel, was du eben angesprochen hast, Luki, ein genauerer Blick kann zeigen, dass zwar derjenige nicht richtig zum Denken kommt oder zur sozialen Einstellung, der ständig um sein Überleben fürchten muss, aber genauso glaube ich, dass derjenige, der ständig die gebratenen Tauben auf den Teller gelegt bekommt, also wie im Schlaraffenland lebt, dass der eben auch nicht dazu kommt, jetzt zu lernen, es ist vielleicht gut, auch sich zu disziplinieren oder im Augenblick verzichten zu können für längerfristige Ziele oder für das Teilen mit den anderen. Ich habe sowas erlebt, weil ich aus einem elterlichen Haushalt kam, wo manchmal es knapp war und Notsituationen zu spüren waren. Und dass man da eben gucken musste, wie man auch gut wirtschaftet, aus Verantwortlichkeit heraus, ne? Für die längerfristigen Ziele und für die anderen, die betroffen waren. Und das hat sicherlich einen Anteil an der Bildung auch von Verantwortungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein ausgemacht. Und insofern, ich glaube, das müsste mal überhaupt ganz gründlich erforscht werden. Erstmal geguckt werden, was ist überhaupt Verantwortungsbewusstsein? Ist das im Augenblick alles zu raffen oder genießen zu wollen, egal welche Folgen es hat? Oder ist es eine langfristige Unschädlichkeit?
die da, wo das nötig ist, auch dann das Bedenken der Folgen und die Willenskraft eben auf zu Schädliches zu verzichten mit einschließt. Diese Grundforschung, ne, was heißt überhaupt Verantwortlichkeit und wie gut kommt sie bei Menschen zustande, unter welchen Umständen, mit welchen inneren Prozessen der Menschen und so weiter. Das müsste erforscht werden, um zu gucken, woran es wie sehr liegt und was wie gut funktionieren kann. Ich bin mir sehr sicher, dass die Entwicklungspsychologie richtig liegt mit dem Konzept des Post-Conventional Levels und dass die Gemeinschaftserfahrung und Gemeinschaftsbildung finden. Post-Conventional Level erklären, was das heißt? Jetzt nicht, führt zu weit. Ich will jetzt den Beitrag so rund machen, da habe ich schon oft drüber geredet. Kannst auch googeln, ne? Kann man leicht finden. Ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff. Aber ich glaube eben des Weiteren auch, dass man die sozialen Tugenden, also im Miteinander aufeinander einzugehen und aufeinander zu achten, dafür braucht man solches Gemeinschaftsleben. Und das lernt man sonst nicht. Auf jeden Fall entwickelt der Mensch kein umfassendes, nachhaltiges und soziales Verantwortungsbewusstsein oder Kompetenz, wenn man ihn immer mehr konsumierend alleine in die Ecke setzt. Bin ich mir sehr sicher, dass da bei der Forschung auch rauskommen wird, dass es kein Erfolgsrezept. Und dementsprechend sage ich ja, also vorausgesetzt, das wäre so, dass herauskommt, dass dieses Verantwortungsbewusstsein post-conventional level oder Demokratiereife im Sinne von Beutelsbacher Konsens und so weiter und so fort, auch free prior and informed consent oder die Idee einer Menschheitskonsensdemokratie, dass man lernen muss, in einer Gruppe so zu entscheiden, dass nicht die Mehrheit der aktuell Teilnehmenden, sondern die Mehrheit der Kinder der Zukunft der ausschlaggebende Faktor wäre. Also das sind die Dinge, die sind für mich der Maßstab, an dem sich da die Forschung und die Bildung der Menschen dann orientieren müsste. Und wenn man das macht, dann kann das rauskommen. Und wenn man es nicht macht, kommt es nicht raus. Und aber wie gesagt, wenn wir mal so weit wären, dass überhaupt freies Experimentieren zugelassen würde, also der Organisationswissenschaftler Peter Kruse, der mit Internetforschung und so auch viel sich beschäftigt hat, der hat gesagt, wir brauchen dringend teilautonome Experimentalzonen, wo die Menschen diese Dinge experimentieren können. Ich mache noch rund, denn ich wollte ja auch noch sagen, zumindest kurz jetzt was, eben so Übergang vom Lebensgut Pomritz zu Tamera, dem Heilungsbiotop. Im Lebensgut Pomritz stellte sich heraus, und ich finde das total faszinierend, habe das die ganze Zeit so versucht mit wissenschaftlichen zu betrachten, dass die Konsenskultur zerbrach, durch die Folge des Zerbrechens der Gemeinschaftsläden und so, nach sich als Folge. Das heißt, platt gesagt, wenn die Menschen nicht mehr imstande sind, miteinander zu reden und zu planen, wo dann auch sie reden und planen können über das, wie sie alles andere im Leben teilen. Wenn dieser Kernbereich des Miteinanders, das gemeinsame Denken, Planen und Steuern sozusagen, wenn der nicht mehr funktioniert, entgleist dann auch das andere. Während wenn dieser Kernbereich funktioniert, die Menschen auch automatisch es auch wollen, dass sie dann so aufeinander und achten. Derjenige, mit dem ich über die wichtigsten Dinge reden und gemeinsam entscheiden kann, mit dem will ich auch das Butterbrot dann teilen oder nicht den Kuchen ohne ihn essen. Und insofern glaube ich, dass dieses Herzstück der Gemeinschaftsbildung wirklich ist, das Teilen der Gedanken und des Planens und der Entscheidungen. Gut, okay, das wäre dann eben, oder woran man das festmachen konnte eben im Lebensgut Pomritz, die Entscheidungsstruktur ist entgleist im Kern des Geschehens. Am Ende war das totale Ende des Lebensguts war, dass der Vorstand eben korrupte Entscheidungen getroffen hat, die auch wirtschaftlich den Verein in den Ruin gerissen haben. Das war das totale Ende dann. Aber vorher war es schon so, wer einen Blick da reingemacht hat in die Gemeinschaft, konnte schon sehen, hier wird gar nicht mehr geplant, sondern es war eine Strategie des Gegeneinander Faktenschaffens. Das heißt, wer irgendwie konnte, hat einfach Fakten geschaffen in der Hoffnung, dass die anderen sie nicht mehr umstürzen können oder was dran ändern können. Das war die Erfolgslogik geworden im Umgang miteinander da im Lebensgut. Das müsste alles so richtig wissenschaftlich erforscht werden. Was ist da wo entgleist und welche Folgen hatte es und was wäre das Herzstück gewesen? Und als letztes noch ein Gedanke bezüglich Tamera, weil von mir aus ist das ja jetzt auch, wir sind ja gleich am Ende,
meine letzte Wortmeldung. Und ich meine, aber wir sollten das fortsetzen, denke ich, ne? Ob im Forum oder bei nächsten Talks. Ich beschreibe euch nur ein Beispiel aus Tamera, was ich total vielsagend fand. Die Theorie ist ja, man muss den Menschen unmittelbar auch Lust bieten, damit sie die Lust an der Weltmenschheitsgeschwisterlichkeit entfalten. Man muss es ihnen im direkten Moment schon schöner machen als der Kapitalismus, damit sie dann auch global denken und lokal handeln, also die globale Verantwortung sich angewöhnen können. Und das ist wie beim Reichen. Wenn du dem die Frage stellst, willst du keinen Krebs oder willst du dein ausschweifendes Leben? Er wird das ausschweifende Leben vorziehen, auch wenn es ihm den Krebs bringt. Auch die alten Leute im Altersheim. Und genauso ist es nämlich auch da. Ich habe erlebt, wie in Tamera bestimmte Entscheidungskonstellationen für Teilnehmer des Projektes sich aufgetan haben. Nämlich zum Beispiel eine hübsche junge Frau, die da war. Wenn ich mit ihr geredet habe, war sie auch sehr angetan, auch von den großen Idealen, also global denken, lokal. Und sie fand eben schon, dass die freie Liebe eben auch was Wichtiges ist, damit die Leute jetzt auch direkt ihren Spaß an der Sache haben. Dann kam ein junger Mann ins Projekt, der sehr wohl betucht war, also reich war, und ihr sehr viel sexuelle Erfüllung wohl geboten hat, wenn sie da miteinander zusammen waren. Was war ihre Entscheidung? Sie trennt sich mit ihm für eine bürgerliche Tellerrandexistenz aus dem Kommune-Projekt. Und das zeigt, dass alleine die sexuelle Lustbefriedigung nicht automatisch bedeutet, dass jemand damit auch in die Liebe zur ganzen Welt so reinrutscht und das viel von alleine so wächst. Wenn er die Wahlmöglichkeit hat, zwischen sexuelle Erfüllung haben ohne Kommune-Verantwortung, ohne globale Verantwortung, ist die Gefahr riesengroß, dass man sich entscheidet für, ja, dann nehme ich doch die sexuelle Befriedigung ohne diese zwingenden Verbindlichkeiten hier mit der Gemeinschaft und dieses langfristige Verantwortungsdenken. Ist doch viel schöner. Und deshalb ist das alles kein Automatismus und ohne wirkliche Verantwortungsbildung entsteht keine wirkliche Verantwortungsreife. Alles klar, ich gebe an den Walter. Ja, Wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele. Und insofern, finde ich, werden wir nicht unserem ganzen Wesen gerecht, sagen wir mal, wie du eben das Beispiel nanntest. Die Frau geht mit dem reicheren Mann aus der Gemeinschaft weg, aus sexuellen Gründen. Ich glaube, das ist ja ein bisschen eng geschaut, weil sie sieht ja ein Leben vor sich, nicht nur die sexuelle Erfüllung und die Lust, sondern sie sieht ein ganzes Leben, was er ihr eröffnet. Und der Reiche ist vielleicht nicht geneigt zu sagen, ja, ich bringe all mein Reichtum in die Gemeinschaft ein und wir können hier alles miteinander teilen, sondern Reichtum ist ja schon eine Art von Freiheit. Das heißt, sie gehen dann lieber in die individuelle Freiheit und denken an ihre Lust, an ihr gemeinsames Leben, an die Freiheit und auch noch an die Kinder. So. Und wir müssen uns also hineinentwickeln in eine soziale Reife und das wird wahrscheinlich tatsächlich eher von unten kommen, von den nicht üppig Begüterten und nicht so ultra kreativen Menschen, die sich aus dem Nichts jederzeit wieder neuen Reichtum schöpfen können, auch wenn sie alles verloren haben. Das wird ja manchen Reichen nachgesagt. Die sind dreimal durch einen völligen Konkurs gegangen und konnten sich immer alles wieder schnell aufbauen. Sie haben halt in dem System eine Form von Kreativität, die dort wieder zu Reichtum führt. Aber nach meinem Bilde sind wir ja Gehirnzellen, die aber angesteuert werden von Körper, Geist und Seele. Das heißt schon mal von drei Instanzen. Vom Herz als dem Liebespol, von der Seele vielleicht als Sitz der Ideale, aber dann auch von dem Körper als
gezwungenes Etwas, was sich immer den Sachzwängen beugen muss, weil es Essen, Schlafen und alles Mögliche noch muss, sich entleeren und sich reinigen und so weiter, Sozialverhalten haben. Und aus diesen drei Grundtrieben macht das Gehirn dann sowohl in der Gesellschaft als auch wie beim Individuum einen realen Handlungsstrang. Und da stellen wir ja auch beim Individuum fest, also wo das Bedürfnis befriedigt wurde, besteht es nicht mehr. Das heißt, in dem Moment wandert der Schwerpunkt des Handlungsstranges. Wenn ich körperlich völlig befriedigt bin, suche ich seelische oder geistige Tätigkeit auf. Und sobald ich da dann mein gutes Buch gelesen habe, will der Körper wieder etwas Bewegung, dann nehme ich den Waldspaziergang und dann habe ich genug Einsamkeit, Besinnung und Ruhe gehabt und dann suche ich vielleicht Partnerschaft. Und so geht es ja auch in der Gesellschaft vor sich. Also alle unsere Zellen gemeinsam machen den Gang der Gesellschaft aus. Und ein Individuum ist insofern gar nicht in der Lage, diese hohe Dynamik und den Schwerpunkt der momentanen Neigung genau genug einzuschätzen. So eine hohe Position hat vielleicht nur der Volksgeist oder nur ein Genius, um jetzt nicht zu sagen, hat vielleicht nur Gott, der immaterielle Geist, der allem innewohnt. Ja, danke. Jetzt sind wir so im Bereich der Schlussrunde, denke ich, Öffi. Und da versuchen wir jetzt immer nur noch kurz zu sagen, was man noch ganz Wichtiges zu sagen hat und was auch immer und wie man es fand und so weiter. Dann beginne ich mal kurz der Schlussrunde, ja? Ich hoffe, man hört mich. Uluki, look, nicken bitte. Ah, jetzt, dein Bild ist eingefroren, da sehe ich jetzt nichts. Ist egal. Ich probiere es einfach. Ich versuche einfach mal. Ja, mein Mikrofon ist an. Ja, ich hoffe, dass es rüber. Ich höre gut. Ich höre dich gut. Ja. Ja, super. Ja, super, super. Also, dann lege ich mal los und versuche es kurz zu machen. Ja, also mit den sexuellen Gründen, das habe ich auch erlebt, da hatte eine Frau, wollte ihr Haus verkaufen und wollte mit mir als ihrem Bonobo gerne eine Kommune starten hier in Köln bei uns und vielleicht auch Wohnungen kaufen und so weiter. Dann hat sie einen Tantriker getroffen, der sie sexuell sehr verwöhnt hat und dabei sehr sich selbst auch aufgeopfert hat, sie sexuell zu verwöhnen und schon war kein Interesse mehr an der Kommune. Sie hatte im Kapitalismus ihre Lebensweise gefunden und schon war alles vergessen. Ne? Sie hatte einen Mann, der sie voll befriedigt hat und dabei selber auch vielleicht zu kurz gekommen ist in vielerlei Hinsicht. Denn das ist das Problem beim weißen Tantra, dass man dort sich selber, die Männer eigentlich unterbefriedigt werden und die Frauen gut befriedigt werden. Ja, und dann die Gemeinde, ich werbe ja immer für heute auch und immer für die Gemeinde Wohlökonomie, GWO, ja, quasi, weil dort erwerben die Menschen ja in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, nämlich die Gemeinschaftsfähigkeit, die gerade so fehlt im Kapitalismus. Der Kapitalismus hat ja über die vorteilbringenden Irrtümer die Gemeinschaftsunfähigkeit in den Menschen erzeugt. Und in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften erwerben wir in dieser Zwischenstufe GWO, erwerben wir wieder Gemeinschaftsfähigkeit.
Fähigkeit. Und die Hausärzte regen uns an, in die Kommunen einzuziehen und das zu probieren. Ja, und die monokommunistische Gruppenehe, für die kann ich auch nur noch mal werben, weil die fast ohne Wettbewerb und Konkurrenz auskommt, was ja sich Lucky wünscht. Leider nur fast ganz ohne Wettbewerb und ohne Konkurrenz, weil ich glaube, dass der Rest durch die Genetik, die besondere Genetik der Säugetiere nicht ganz ausrottbar sein wird. Diese Spur, da wird geschenkt, aber es wird auch schon so ein bisschen geguckt, ob was zurückgeschenkt wird. Also ein bisschen, eine gewisse Spur an Tauschlogik ist halt auch beim Bonobo-Kommunistischen noch. Aber es kommt unseren Idealen wenigstens am nächsten noch, ne? Und dann nochmal, beim nächsten Mal werde ich auch darauf eingehen, dass zum Beispiel beim Schenken entstehen so logische Probleme. Denn die einen, damit Schenken funktioniert, müssen ja die einen immer nur Nehmer sein und die anderen nur Geber. Denn wenn alle mal nehmen und geben, dann ist es ja Kooperation und nicht Schenken. Ja, das sind alles so logische Widersprüche, wo ich sage, ja hoppla, ob das möglich ist, bin ich gespannt, ob man das realisieren kann. Ja, so viel meine Schlussrunde und ich gebe weiter. Der nächste in der Schlussrunde ist, glaube ich, Lucky, gell? Ja, ich kann es auch ganz kurz machen. Mich würde mal interessieren, beim nächsten Mal zu sprechen, was Öffi auch angedeutet hat, eigentlich, wie entsteht Verantwortung, was ist Verantwortung und wie entsteht auch so ein Gefühl, dass ich daran Lust habe, Verantwortung zu übernehmen und das zu machen. Ja, wie kann das also auch angekickt werden, emotional, dass ich Lust habe, mich für andere zu engagieren, über meinen Tellerrand halt hinüber zu gucken. Das war heute eben so an mehreren Punkten, die auch du auch nochmal eben angeschnitten hast, Dylan, was wir aber, finde ich, ausführlicher mal diskutieren könnten. Und auch ein bisschen länger oder den ganzen Abend damit verbringen könnten. Das ist bestimmt ein tolles Thema. Und das fand ich heute, dass es ein bisschen kurz kam. Und deswegen sage ich, das haben wir nur angeschnitten und das würde ich mir mal wünschen, dass wir das so als für den ganzen Abend machen. So, damit bin ich schon fertig. Und die restliche Zeit verschenke ich dann an Walter. Nee, Öffi ist nach mir mal dran. Ach so, nee, jetzt ist ja Walter wieder da. Ich weiß nicht, wer dran ist. Naja, ich mach mal und Zeit verschenken. Wir machen es jetzt ja total kurz. Ich würde sagen, wir haben Abschlussrunde. Ne? Also von daher, von meiner Seite aus, ich habe ja einiges frech Provozierendes oder forschungsmäßig Herausforderndes beim letzten Mal gesagt. Ich teile deinen Wunsch, Lucky, dass wir vielleicht beim nächsten Mal wirklich sagen, wie entsteht der Kern an Verantwortlichkeit, der dann die Entwicklung auch tragen soll. Also das bräuchte man ja nämlich egal, auch bei dem Belohnungssystem und was wir alles schaffen in der Welt. Letztlich werden, erstmal auf längere Sicht, bis die künstliche Intelligenz uns ersetzen könnte, es werden Menschen die Strippenzieher sein, die letztlich da an den entscheidenden Drähten sein werden. Wie kommen die dahin und inwiefern wird nach Verantwortungsfähigkeit gemessen? Das sind, glaube ich, ja die Fragen, wovon abhängt, ob dann das Steuerruder die Titanic in die Eisberge weiter reintreibt oder ob man da Vertrauen haben kann, wie ich geborgen fühlen kann und so weiter. Als keckes Appetithäppchen für diese weiteren Überlegungen von uns, sage ich mal, was ich zwischendurch an anderen Stellen auch schon so gelegentlich als lustige Vorstellung so zum Besten gegeben habe. Ich glaube, wenn man wirklich die letzten Suchtkranken, die also ganz weit weg sind von einem disziplinierten Verantwortungsbewusstsein, wenn man die so gut wie möglich abholen wollte, dann wird das vielleicht hinauslaufen auf ein Computerspiel, was besser ist, lustiger ist, spaßiger ist als Fortnite, aber die Menschen nicht zu, wer reißt am meisten an sich und tötet am meisten Menschen um sich herum, sondern, also das Abgrasen des Augenblickseffekts. Wir brauchen ein alternatives Fortnite-Pendant, worin die Menschen die Lust gefördert bekommen, daran Post-Conventional Level zu entwickeln oder das Marshmallow-Experiment zu verinnerlichen. Also wie kann ich mit Blick auf die weiteren Zusammenhänge das Augenblickliche zurückstellen? Wie kann ich, wie es im Marshmallow-Experiment ja ist,
dadurch, dass ich nicht alle Bonbons, die ich kriege, gleich aufesse, wie kann ich da dann später eben noch viel wertvollere Effekte haben? Etwa, dass ich Freunde finde, indem ich die mit denen teilen kann und so etwas. Also ein solches noch fetzigeres Computerspiel als Fortnite, was aber statt der Augenblicksabgraserei die Orientierung an weiterreichenden Folgen und am Teilen und so fördern könnte. Okay, das mal so als kleines Häppchen, vielleicht schon für die nächste Sendung, also nächstes Wandelgespräch, wo wir das weiterführen. Ich gebe an den Walter. Der ist nicht mehr da. Okay, dann sind wir eigentlich durch, ne? Ja. Dann kann ich noch sagen, herzliche Umarmung an alle, an euch, durch Telefon und Internet, an alle Zuschauer. Hier wieder die Wandelgespräche. Wir können mit allen über alles freundlich sprechen und wir versuchen zu schauen, worauf kommt es denn am meisten an, drüber zu sprechen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ich beende die Aufzeichnung.